So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde ganz gerne pünktlich mit dieser Sitzung beginnen und deshalb darf ich Sie sowie unsere Gäste und Sachverständigen sehr herzlich zur 20. Sitzung des Sportausschusses begrüßen. Wir haben heute eine öffentliche Anhörung zum Thema Entwicklung des E-Sports in Deutschland und ich darf zunächst unsere Sachverständigen begrüßen. Das wäre einmal Herr Hans Jagnow, Präsident des E-Sport-Bundes Deutschland, Herrn Ralf Reichert, CEO ESL Gaming, vom Deutschen Olympischen Sportbund DOSB, die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker und den Leiter des Hauptstadtbüros des Deutschen Sports, Christian Sachs. Vom Deutschen Behindertensportverband begrüße ich sehr herzlich Herrn Vizepräsidenten Lars Pickert und die Leiterin des Hauptstadtbüros des DBS, Frau Chonaki Bennemann. Als Athletenvertreter darf ich sehr herzlich Herrn Marc Zwiebler begrüßen und als Einzelsachverständige Frau Prof. Dr. Carmen Borggräfe von der Universität Stuttgart vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft sowie Herrn Juniorprofessor Dr. Thomas Wendeborn von der Universität Leipzig, Sportpsychologie und Sportpädagogik. Vom Bundesinnenministerium begrüße ich die Abteilungsleiterin Sport, Frau Beate Lohmann, sowie weitere Mitarbeiter ihrer Abteilung. Schließlich darf ich auch die Vertreter der Medien und unsere Gäste auf der Galerie heute zu dieser öffentlichen Anhörung begrüßen. Ich werde jetzt kurz einige Anmerkungen zum Verfahren machen, bevor wir in die eigentliche Anhörung einsteigen. Nach den Eingangsstatements unserer 7 Sachverständigen wird die Befragung der Sachverständigen fraktionsweise erfolgen, wobei jede Fraktion ihrer Stärke entsprechend Zeitkontingente in jeder Runde für Fragen einschließlich der Antworten erhält. Für jede Fragerunde sind insgesamt 60 Minuten vorgesehen, von denen nach dem parlamentarischen Plenarschlüssel jeweils 20 Minuten auf die CDU-CSU-Fraktion entfallen, 8 Minuten auf die Fraktion der AfD, 13 Minuten auf die SPD-Fraktion, 7 Minuten auf die FDP-Fraktion und jeweils 6 Minuten auf die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Insgesamt sind 2 solcher Fragerunden von uns vorgesehen worden. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Sitzung öffentlich ist, dass ein Fernsehsignal live im Hauskanal 2 des Deutschen Bundestages angeboten wird und dass nach der Sitzung auf der Website des Sportausschusses unter bundestag.de auch die Sitzung und der Verlauf nachträglich abrufbar sein wird. Nach Fertigstellung werden Sie dort auch ein Wortprotokoll der Sitzung vorfinden können, ergänzt durch die bereits jetzt eingegangenen Stellungnahmen unserer Sachverständigen. Wir beginnen heute mit den Eingangsstatements der Sachverständigen. Es sind für Sie jeweils etwa 5 Minuten vorgesehen und wir wären Ihnen alle sehr dankbar, wenn Sie diesen Rahmen bitte auch in etwa einhalten könnten. Wir beginnen gleich in der Reihenfolge, in der ich Sie auch begrüßt habe und darf jetzt den Kollegen Eberhard Ginger bitten, für mich für eine kurze Zeit die Sitzungsleitung zu übernehmen, da ich kurz für einen anderen Termin den Saal verlassen muss. Vielen Dank und bis später. So, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für die Übertragung der Sitzungsleitung heute. Ich bin verantwortlich deswegen, weil ich der lebenserfahrenste bin hier in diesem Raum und aus diesem Grunde wird mir diese Freude heute auch zuteil. So, dann wollen wir beginnen mit den Eingangsstatements und ich darf Hans Jagnow bitten mit Ihren 5 Minuten. Ja, sehr herzlichen vielen Dank, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender in Vertretung, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, werte Gäste und Zuschauer, auch im Livestream.
Als Sportausschuss des Deutschen Bundestages setzen Sie sich heute mit der Entwicklung des E-Sports in Deutschland auseinander. Eine junge, dynamische, digitale und zukunftsgewandte Sportbewegung, die Millionen von Menschen jeden Alters und überall auf der Welt, aber auch überall in Deutschland begeistert. Die Nutzung von Videospielen aller Art zum sportlichen Wettkampf fordert dabei die motorischen, reaktiven, strategischen und kommunikativen Leistungen der Athletinnen und Athleten. Ihr Wettkampf erfordert Hingabe, Leistungsbereitschaft, Training, Talent, Führungskompetenz und Mut. Knapp die Hälfte der gesamten Gesellschaft spielt Videospiele, meine Damen und Herren. Darunter zählen viele verschiedene Arten von Spielen. Entweder ich spiele alleine eine Geschichte am PC oder an einer Konsole nach, ich löse Puzzle und Logikrätsel am Smartphone, ich spiele zusammen oder gegeneinander aufregende Abenteuer in verschiedenen Settings nach, seien es bunte Fantasywelten, düstere Dystopien oder der Realität entlehnte Szenarien. Das alles fasst man gemeinhin unter dem Begriff Gaming zusammen. E-Sport ist ein Teilbereich des Gamings. In Deutschland spielen etwa 3 bis 4 Millionen Menschen die Spiele, die als E-Sport-Titel aufgefasst werden. E-Sport beschreibt dabei laut unserer verbandlichen Definition, die zusammen mit unserer Mitgliedschaft entwickelt wurde, den unmittelbaren Wettkampf zwischen menschlichen Spielerinnen und Spielern unter Nutzung von zum Leistungsvergleich geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln. Das ist unser E-Sport-Begriff, unsere E-Sport-Definition. Es gibt eine Vielzahl von Videospielen, die im E-Sport-Bereich genutzt werden. Sie lassen sich in grobe Kategorien einteilen, meine Damen und Herren, wie Strategiespiele, League of Legends und Dota 2, StarCraft 2, Taktik-Shooter wie Counter-Strike oder Rainbow Six Siege, Sportspiele wie FIFA oder Pro Evolution Soccer oder NBA 2K. Wir sprechen über eine Vielzahl von Videospielen, die durch die Menschen, die sie spielen und ihnen begeistert folgen, als E-Sport bezeichnet werden. Unsere Definition bildet ihre übergreifenden Strukturen ab. E-Sport kann nicht allein an einer Art von Spielen diskutiert oder festgemacht werden. Weder an Sportspielen noch an Shootern. Wenn wir über die E-Sport-Bewegungen sprechen, sprechen wir über alle Spiele. Das entspricht der Realität der Menschen, die diese Sportart ausüben. Der Erfolg im E-Sport bestimmt sich nach Erreichung der Spiel- und Rundenziele. Um die dafür notwendige Leistung zu erbringen, müssen Sie als Athlet mindestens 3 Kernelemente meistern. Sie müssen Eingabegeräte wie Tastatur oder Gamepad über das alltägliche Maß hinaus schnell und präzise bedienen können. Sie müssen gleichzeitig die auf dem Bildschirm dargestellten Spielinhalte blitzschnell verarbeiten können, um Ihre motorische Reaktion darauf abzustimmen. Zuletzt müssen Sie aber auch die Spielmechaniken und den Spielablauf ganz genau kennen und jederzeit strategisch und im Ablauf bewerten können, um ihre eigenen Handlungen darauf auszurichten. Bei E-Sport-Spielen, die im Team gespielt werden, kommt dazu ein hoher kommunikativer Aspekt. Absprachen mit dem eigenen Team sind spielentscheidend. Sie können anhand dieser Ausführungen nachvollziehen, E-Sport ist eine Sportart. E-Sport mag kein Reha-Sport sein und es mag kein Gesundheitssport sein und er ist auch keine gesamtkörperliche Betätigung wie Turnen oder Fußball. Aber E-Sport ist Sport. Vergleichbar mit Motorsport, mit Sportschießen oder anderen Sportarten, die auf isolierten und präzisen Bewegungen beruhen und die Definitionskriterien des BfH zum Beispiel aus seiner Motorsportentscheidung 1997 abbilden. Die Besonderheit am E-Sport ist seine generische Digitalität. E-Sport nimmt ein Medium, Videospiele, als Werkzeug, um den sportlichen Wettkampf zu gestalten. Bitte nehmen Sie eine zentrale Erkenntnis heute mit. E-Sport, meine Damen und Herren, ist nicht die Digitalisierung des Sports. Sie ist die Versportlichung der Digitalisierung. Als E-Sport-Bewegung sind wir verhältnismäßig jung. Seit 20 Jahren entwickelt sich der E-Sport in Deutschland und ist eine Entwicklung, die durch die Community angestoßen wurde und getragen wurde. Also die vielen Gamerinnen und Gamer, die sich selbst organisiert haben und als Grassroot-Bewegung bestehende Spiele für wettbewerbsmäßige Nutzung ohne kommerzielle Ziele entwickelt haben. Sie haben sich in LAN-Partys als Gemeinschaften organisiert, haben ehrenamtlich Turniere gestaltet. Das war vor 20 Jahren. Daraus haben sich über die Jahre einerseits große Firmen wie die ESL unter dem Kollegen Ralf Reichert neben mir entwickelt. Gleichzeitig ist E-Sport weiterhin großflächig durch die Community und ihr Engagement gestaltet.
sei es in losen Verbindungen, in Teams, sei es in lokalen Gruppen in inzwischen, ich glaube, 70 Universitäten in ganz Deutschland oder sei es in inzwischen über 100 Vereinen, die sich für E-Sport begeistern und Angebote in dem Bereich abbilden. Als ESBD repräsentieren wir diese Community. Über 34 Organisationen, seien es professionelle Teams mit internationalen Erfolgen, seien es E-Sport-Vereine oder Sportvereine mit E-Sport-Angebot, seien es große oder kleine Veranstalter wie die ESL. Diese Organisationen sind in ESBD organisiert und repräsentiert. Für Rahmenbedingungen, für eine bessere Ausgestaltung des E-Sports in Deutschland brauchen wir bessere Rahmenbedingungen in Deutschland. Schwerpunkt ist dabei die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für die tagtägliche ehrenamtliche Tätigkeit in der Vereinskultur im E-Sport und für die Leistungen der Athletinnen und Athleten. Wir schaffen eine gesunde und aktive Breitensportstruktur im E-Sport, die für Begegnung, Betreuung, Kompetenz und Nachwuchsförderung steht. Um Deutschland aber weiterhin auch als Ausrichterstandort und Spitzensportnation im E-Sport zu positionieren und international aufzuschließen, muss es auch eine Anpassung zum Beispiel der Berufssportlerregelung im Visarecht erfolgen, um E-Sport-Talente aus Drittstaaten, auch gerade vor dem drohenden Brexit in Europa, die Integration in deutsche Teams und die Teilnahme an deutschen Ligen zu ermöglichen und ihre Einreise zu erleichtern. Einen ersten Schritt hat die Bundesregierung für die Kurzzeiteinreise mit der Anerkennung als Darbietung einer sportlichen Leistung schon gebracht. Das begrüßen wir und jetzt muss auch der nächste Schritt daraufhin folgen, die Anerkennung als Berufssportlerin und Berufssportler. Ich möchte Sie zuletzt daran erinnern, dass die meisten hier vertretenen Parteien sich für eine Förderung des E-Sports in ihrer Wahlkampfpositionierung 2017 ausgesprochen haben. Die Koalition hat mit dem Koalitionsvertrag dann ihren Arbeitsauftrag klar definiert. Sie wollen, Zitat, E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen. Sie wollen E-Sport also vollständig anerkennen, das heißt in all seinen Facetten und in all seinen Spielarten. Sie wollen E-Sport als Sportart anerkennen, nicht als Freizeitvertreib oder als individuellen Förderzweck. Und sie wollen ihn in seinen eigenen und autonomen verbandlichen Strukturen anerkennen. Ich bitte die Damen und Herren, insbesondere der Koalitionsfraktionen, sehr aufrichtig, halten Sie sich an Ihren gemeinsam vereinbarten Arbeitsauftrag. Herr Jagno, wenn Sie sich an die 5 Minuten auch halten würden, wäre sehr gerne. Sehr erfreulich. Darf ich gerne den letzten Abschnitt? Schaffen Sie die gesetzlichen Grundlagen für eine Anerkennung als Sportart und eine rechtliche Gleichstellung zum traditionellen Sport. Die Generation E-Sport, die vielen jungen Menschen, konnten sie als Politik von politischen Prozessen neu begeistern und auch von ihrer Offenheit für die E-Sport-Bewegung. Maßnahmen, die den E-Sport jetzt gegebenenfalls aufspalten wollen oder teilen wollen und nur kleine Teile anerkennen, werden dort als Vertrauensbruch gesehen. Nehmen Sie hier Verantwortung gegenüber den Millionen von begeisterten E-Sport-Aktiven aller Altersstufen ernst und schaffen Sie die Gleichstellung zum traditionellen Sport für E-Sport und lassen Sie uns gemeinsam den Bereich gestalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann auch auf Ihre Fragen. Die werden sicherlich kommen, davon können Sie ausgehen. Schönen Dank. Und jetzt darf ich den Herrn Reichert bitten, das Ganze etwas, sagen wir, kompakter hinzukriegen. Vielleicht können Sie die 3 Minuten, die Herr Jagno überzogen hat, kompensieren. Ralf Reichert, mein Name, Gründer der ESL. Ich sehe mich als lebenserfahrenen Computerspieler. Ich bin 1974 geboren, das heißt in einer Zeit, in der das ganze Medium, ich sag mal, in der Jugend die erste Verbreitung gefunden hat und für mich dadurch sehr privilegiert, damit aufgewachsen können zu sein. Das heißt, meine Jugend war sehr geprägt von Familie, Geschwistern, Fußball, Computerspiele. Und für mich waren die auch immer auf einer Ebene. Bitte? wie das Leben so will, bin ich 1993, habe ich angefangen zu studieren und habe damit Zugriff zum Internet gehabt, auch sehr früh für die damalige Generation. Und dort kam dann etwas hoch, und das war Computerspiele im Internet gegeneinander spielen. Was wir heute E-Sports nennen, ist damals so 94, 95, dann 96 mit dem Spiel Quake passiert. Und ich hatte das große Glück, dabei zu sein. Zusammen mit meinen Brüdern, die ein deutsches Stück jünger waren, haben wir Turniere gespielt, community-orientiert. Wir haben in einer neuen, freien Welt uns mit dem Rest der Welt in Wettbewerb begeben.
und sehr ähnlich, wie wir es im Fußball auch gemacht haben, uns gemessen. Und was machen junge Jugendliche sehr oft? Sie wollen sich messen und gucken, wer ist der Bessere und wer ist der Beste. Der große Unterschied damals war schon vom E-Sport, in meinen ersten 200 offiziellen Ligaspielen habe ich ca. 100 gegen Teams und Mannschaften aus anderen Ländern gemacht. Beim Fußball waren es vielleicht 3, einfach durch die lokale Begrenzung. 1998 ist unsere Mutter dann zum ersten Mal mit zu einem Turnier gegangen und ihre Antwort dazu war dann, ja, okay, verstanden, ich gucke euch seit 10 Jahren Fußballspielen zu, das ist ein Zuschauersport, jetzt gucke ich euch beim E-Sport zu, ist irgendwie auch ein Zuschauersport, verstehe ich, wenn ich mit Computerspielen aufgewachsen wäre, würde ich da jetzt auch mitkommen und würde euch genauso anfeuern, wie ich es beim Fußball halt auch tue. Das Ganze zusammen hat dann dazu geführt, dass wir 2000 die ESL gegründet haben. ESL ist eine kommerzielle Firma, das heißt, die Anerkennung vom Sport ist jetzt für mich aus kommerzieller Sicht eigentlich nicht so relevant. Aber warum haben wir das gemacht? Aus 2 Gründen. Erstens, um den Spielern ein Zuhause zu geben. Man darf nicht vergessen, Computerspieler wurden damals stigmatisiert. Computerspielen wurde als Zeitvertreib oder als schlechte Zeitverschwendung angesehen. Und wir wollten gerade diesen Jugendlichen 16 bis 18 Jahren eine Bühne geben, wo sie Anerkennung erfahren, wo sie danach am Ende des Tages streben als junge heranwachsende Bürger in unserem Land. Das machen wir heute auch noch. Heute sind es zum Glück Stadien geworden und diese jungen Menschen, die bei uns auf den Bühnen stehen, sind Stars und die verdienen sogar Geld damit. Ich war gerade bei einer großen Sportveranstaltung in Kitzbühel beim Rennen und dort war ich mit hochgebildeten Sponsoren und den Müttern der Sponsoren vor Ort und eigentlich das die ganze Frage, die mir gestellt wurden, war, wann können wir Sommercamps für E-Sportler anbieten, weil das Nummer 1 Berufsziel ihrer Kinder war. Also so hat sich da die Wahrnehmung und die Welt auch gewendet. Heutzutage, wenn ich mit meinem Sohn, der ist 2011 geboren und hat die Fußball-Weltmeisterschaft 2013 als, ich sag mal, Kleinkind mitgenommen, ist dadurch ein Fußballbegeisterter. Allerdings in der Art und Weise, dass er einmal die Woche mit mir Fußball spielen wollte. Vor einem Jahr kam er zu mir und hat angefangen, das Spiel FIFA zu erkennen, hat das in der Schule mitgenommen und will seitdem jeden Tag mit mir Fußball spielen. Er hat, anders als in anderen Generationen, die Schulung des Fußballs, der Faszination des Sportes über das Spiel mitgenommen und uns auf das klassisches Fußball übertragen und nicht umgekehrt, wie wir es in der Historie kennen. Heißt, was wünsche ich mir für meinen Sohn? Für meinen Sohn wünsche ich mir, in einer Gesellschaft zu leben, in der Computerspiele als Zeitvertreib balanciert angesehen werden, in dem, wenn er ein E-Sportler werden will, er als Sportler gesehen wird, so wie ich früher als Fußballer gesehen wurde, und in der Koalitionsvertrag umgesetzt wird und in dem die Stigmatisierung von Menschen, die mit einem neuen Medium aufwachsen, aufhört und wir dort gemeinsam als Gesellschaft eine kritische, aber positive Auseinandersetzung mit dem Thema haben. Vielen Dank. Schönen Dank, Herr Reichert. Das Einzige, was mich noch interessiert hätte, die Fußball-WM 2013, welche meinten Sie da? Entschuldigung, 14, der war ja 3. Okay. Wollte ich nur noch mal nachfragen. Sie haben vollkommen gut, dass wir es richtig gestellt haben. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt vom Deutschen Olympischen Sportbund und Veronika Rücker eine etwas andere Ansicht erfahren. Bitte schön. Ja, liebe Ausschussmitglieder, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, zum Ausgangspunkt der Diskussion noch mal unsere Position zu erläutern und vor allen Dingen auch die Herangehensweise, wie wir uns dieser Fragestellung genähert haben. Wir haben uns bereits lange Zeit schon mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir mit dem Phänomen E-Sport umgehen. Man muss allerdings gestehen, dass der Koalitionsvertrag dann noch mal den Handlungsdruck für uns erhöht hat und wir Anfang letzten Jahres die AG E-Sport ins Leben gerufen haben. 25 Vertreter aus Wissenschaft, den Verbänden und auch der E-Sport-Szene sind dort zusammengekommen, um eigentlich im Kern die Fragestellung zu bearbeiten, wie denn der organisierte Sport mit dem Phänomen E-Sport umgeht. Wir haben uns dann am Anfang sehr stark der Frage genähert, ist E-Sport eigentlich Sport? Und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Frage wirklich schwer zu beantworten ist, weil aus den jeweils unterschiedlichen Perspektiven, in denen ich diese Frage betrachte, man zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Deswegen haben wir das nicht mehr in den Mittelpunkt unserer Betrachtung gestellt, sondern gesagt, unsere Fragestellung ist, ob E-Sport unter das Dach des organisierten Sports passt. Und als Ergebnis sind wir zu 4 möglichen Szenarien gekommen, wie man strategisch mit dem Thema E-Sport umgehen kann.
von der Aufnahme von E-Sport in die Strukturen des Sports bis hin zu einer Ablehnung und auch eben mit Zwischentönen dazwischen versehen. Damals war unser Anliegen zu sagen, jede Organisation für sich muss ihren Umgang mit dem Phänomen E-Sport klären, diskutieren und für sich letztendlich ermitteln. Eine Erkenntnis aus diesen Diskussionen in der AG war die, die Herr Jagno selber gerade schon vorgebracht hat, nämlich das Verständnis dessen, wie E-Sport tatsächlich E-Sport definiert oder wie der ESBD E-Sport definiert, nämlich den Wettkampf im Mittelpunkt zu sehen. Und eins, was daraus auch Herr Jagno gerade vorgetragen hat, ist, dass dadurch ein breites Portfolio an Spielen, an Games unter E-Sport fällt, nämlich sowohl Ego-Shooter-Spiele als auch Strategiespiele bis hin zu Sportspielen und virtuellen Kartenspielen. All das ist aus dem Verständnis vom ESBD heraus E-Sport. Wir haben dann verschiedene Prüfkriterien angewandt bei der Frage, ob es eben unter unser Dach passt. Und es ist eben nicht nur eindimensional die Frage, auf die es häufig heruntergebrochen wird, nämlich die Frage, ob es eine motorische Aktivität ist. Auch das haben wir geprüft. Aber wir haben uns eben auch gefragt, wie sieht denn die Organisationsform aus, in der aktuell E-Sport organisiert und betrieben wird? Welches Geschäftsmodell liegt dem E-Sport zugrunde? Welche Rolle nehmen die Publisher dabei ein? Wir haben auch den Aspekt der motorischen Aktivität beleuchtet und auch geschaut, was eine eigenmotorische Sportart bestimmende Handlung sein könnte. Wir haben den Wettkampfcharakter in den Blick genommen. Wir haben die Frage von Partizipation und Autonomie intensiv betrachtet. Also wie findet Selbstorganisation statt und können E-Sportler beispielsweise Einfluss nehmen auf Spielgestaltung und Regeln? Auch die Frage der Autonomie spielte für uns eine entscheidende Rolle und die Frage der Gemeinwohlorientierung, also welchen Beitrag leisten denn E-Sport-Organisationen für das Gemeinwohl, wie das beispielsweise unsere Sportvereine tun. Und ein ganz entscheidender Aspekt war eben noch für uns die Frage, welche ethischen Normen liegen denn der E-Sport-Organisation zugrunde und wie sieht es mit der Frage der Werte, die hinter den Spielen vor allen Dingen liegen, aus? Auf dieser Basis, dieser differenzierten Prüfkriterien und dieser mehrperspektivischen Betrachtung sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eben in virtuelle Sportarten und in E-Gaming differenzieren möchten. All das, was wir aus unserem Sportartenkanon heraus kennen, was einen engen Bezug zu unseren jetzigen Sportarten hat und ins Virtuelle übertragen worden ist, das definieren wir eben als virtuelle Sportarten. Und der restliche Bereich, der aus unserer Perspektive heraus nichts mit Sport im eigentlichen Sinne zu tun hat, das nennen wir ab sofort E-Gaming. Dieser Position, die wir auch noch intensiver unterlegt haben, Sie haben ja auch die Unterlagen erhalten, dieser Position haben sich alle Mitgliedsorganisationen im Dezember bei unserer Mitgliederversammlung angeschlossen und haben uns auch beauftragt, diese Position weiter zu vertreten. Wir haben diese Position noch bei der Sportministerkonferenz Anfang November vorgestellt und leider ist es dort nicht gelungen, eine Unterstützung der Sportministerkonferenz zu bekommen, weil Schleswig-Holstein diese Position nicht mittragen wollte. Alle anderen Länder wären durchaus bereit gewesen. Welche Bandbreite verbirgt sich hinter den virtuellen Sportarten? Wir kennen dort durchaus ganz unterschiedliche Facetten, von der Golfsimulation als ein Beispiel ausgewählt, wo die Bewegung exakt die gleiche ist wie in der realen Sportart. Ich spiele nur letztendlich gegen einen simulativen Golfplatz, aber ich übe die gleiche Bewegung aus. Über natürlich FIFA 19, wo ich natürlich die Sportart eben nur an der Konsole simuliere, bis hin zu ersten Angeboten mit Virtual Reality, wo ich praktisch die Bewegung nachahme, aber über eine Brille auf das Spielfeld sozusagen gebeamt werde. Diese Facetten sind relativ breit. Wir erkennen da ein sehr großes Potenzial in diesen virtuellen Sportarten und möchten die Bandbreite dieser virtuellen Sportarten fördern. Sowohl mit Bewegung, aber auch ohne Bewegung. Wir sehen hier eine gute Anschlussmöglichkeit an die jugendkulturellen Trends, die wir natürlich akzeptieren und auch anerkennen. Und wir öffnen uns damit für virtuelle Sportarten, um mehr jungen Leuten tatsächlich die Bewegung zu ermöglichen und sie zu Bewegung zu animieren. Wir glauben, dass in diesem Fall virtuelle Sportarten Mittel zum Zweck sind, um die Menschen zum analogen Sport treiben und in unsere Vereine zu bekommen. Damit sehen wir eine große Chance zur Weiterentwicklung von Vereinen und Verbänden. Ich möchte am Ende aber schon noch mal sagen, das ist mir wichtig, wir sehen uns als Anwalt für Sport und Bewegung. Wir möchten Menschen zu Sport und Bewegung im Verein motivieren und gerade auch junge Menschen
bei dieser Entwicklung begleiten. Wir sehen hier in den virtuellen Sportarten eine gute Möglichkeit, das Portfolio noch zu erweitern und sie darüber aber insgesamt in unsere Strukturen zu holen und sie zum lebenslangen Sporttreiben zu motivieren. Wichtig dabei nochmal, wir sind offen für die Entwicklung, aber ganz entscheidend auf Basis unserer Werte und der Organisationsform, die uns im Kern ausmachen und uns auch, wie wir sagen, so besonders machen. Herzlichen Dank. Schönen Dank, Veronika Rücker. Eine Schnittmenge ist ja offensichtlich doch schon erkennbar. Dann darf ich jetzt den Vertreter des Deutschen Behindertensportverbandes, Lars Pickard, bitten. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, liebe Abgeordnete, liebe Gäste. Wir würden gerne zu Beginn einen kurzen Film zeigen. Veronika Winduin, danke dir. My name is Grover. Sean. My name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen. And I am 9 and a half years old. So Owen was born with a rare genetic disorder called Escobar syndrome. He's had 33 surgeries to date. I love video games, my friends, my family, and again video games. It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. About the adaptive controller is now everyone can play universally. All right, that's that button, that's that button, that's that button. Perfect. One of the biggest fears early on is how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's a really good thing to have in this world. Wir haben den Film zum Anfang gezeigt, weil ich würde gerne ein Stück weit auf das eingehen, was die Kernkompetenz unseres Verbandes ist und was ein ganzes Stück weit Leitlinie unseres Handelns innerhalb der Sportstruktur ist, dass wir eben Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Bewegungsangebot und Spiel- und Sportangebot schaffen. Hier kann E-Sport eine Rolle spielen. Hier gibt es Möglichkeiten, dass eben Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Behinderung die Chance haben, miteinander umzugehen. Dies hat aber eben auch Grenzen und die gilt es für uns, an solchen Stellen sauber rauszuarbeiten. Und an der Stelle setzen wir als DBS eben auch auf die Gesamtheit der Thematik im Bereich E-Sport. Es geht uns nicht nur um Wettkampfformen, sondern es geht uns um Simulation, um alle Bereiche, wo wir also nochmal deutlich nicht nur den Wettkampf in den Vordergrund stellen, denn wir würden an der Stelle ein Stück weit auch E-Sport-Angebote und virtuelle Spiele im Bereich zum Beispiel des Reha-Sports oder im Bereich der Prävention sehen, weil gerade wenn Menschen ortsgebunden sind, nicht wirklich mobil sind, sind hier Chancen, die Chancen, die Veronika schon aufgezeigt hat, wo man möglicherweise Menschen zum Sport und für den Sport begeistern kann und darüber Zugänge schaffen kann. Dies müssen wir in Ruhe entwickeln und dies müssen wir uns ganz sauber und differenziert anschauen, wo es an der Stelle Sport ist, weil an der Position, Sie kennen unser Positionspapier, ist es für uns natürlich, E-Sport ist kein Sport in unserer Wahrnehmung, aber es kann Zugänge ermöglichen und es kann in den Bereichen, wo wir aktiv sind, gerade wenn ich, wie gesagt, in Richtung Rehabilitationssport denke oder wenn ich in Fragen des Kinder- und Jugendsports denke, kann es uns unterstützen und kann es uns Zugänge ermöglichen. Da ich bei uns im Verband auch für das Thema Kinder und Jugendliche verantwortlich bin, als Vorsitzender der Behindertensportjugend, ist es mir an der Stelle auch nochmal wichtig, einen kleinen Exkurs zu Fragen der Kinder- und Jugendarbeit an der Stelle zu machen. Auch das hat Veronika schon dargestellt. Es ist natürlich eine große Bewegung innerhalb der Gesellschaft. Ich komme gerade vom Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Natürlich sitzen die Kiddies nach ihrem Wettkampf da und spielen entsprechend. Aber sie machen es nach dem Wettkampf und zusätzlich zum Wettkampf. Oder es kann in gewissen Formen eine Ergänzung oder ein Ausgleich sein. Was für uns an solchen Stellen wichtig ist, dass wir es eben entsprechend pädagogisch begleiten, dass wir hier sauber gucken, wo gehen die Wege hin. Es gibt inzwischen Tendenzen,
Zum sogenannten Cyber-Grooming. Ich glaube, das ist allen hier Anwesenden ein Begriff, wo inzwischen Chat-Funktionen von Spielen genutzt werden, um Kontakt mit Kindern aufzunehmen und hier gut funktionierende andere Kontrollmechanismen ausgehebelt werden möglicherweise. Es geht für uns auch um Fragen, inwieweit wir versteckte Finanzierungsproblematiken, dieses Stichwort Lootboxes, an der Stelle beobachten und im Auge behalten, dass sich hier Kinder und Jugendliche nicht frühzeitig verschulden, weil versteckte Kosten in Spielen vorhanden sind. Von daher glaube ich, wir haben sehr viele Chancen an der Stelle. Wir müssen sehr genau beobachten, inwieweit auch die Industrie die erste gute Ansätze dazu hat, dass Mechanismen ähnlich wie wir es im Behindertensport haben, Fragen von Prothetik und ähnlichen Geschichten, die es auch für E-Sport möglich ist und darstellbar ist. Aber eben an der Stelle auch, wo wir mit der Entwicklung hier an der Stelle landen. Also viele Chancen, aber eben auch ganz klare Risiken. Das ganze Thema der gesundheitlichen Risiken, wir kennen es aus unseren Veranstaltungen, wie Menschen mit Behinderung auf gewisse Einflüsse reagieren. Das müssen wir uns in Ruhe angucken. Ich sah an der Stelle nur erwähnt. Ich glaube, da sind wir erst ganz am Anfang, um final beurteilen zu können, ob es gut oder schlecht ist. Von daher müssen wir, glaube ich, hier auch noch ein ganzes Stück zusammengehen und gucken, wo die Reise an der Stelle hingeht. Zum Schluss möchte ich noch mal sehr deutlich sagen, dass für uns natürlich auch eine Grenze ist und es überhaupt nicht mit den Werten des Sports vereinbar ist, diese ganze Frage von Ego-Shootern oder ähnlichen Geschichten. Ich glaube, ich selber bin von Hause aus Fechter. Sie werden keinen Fechtsportler oder keinen Judoka in der gesamten deutschen Sportlandschaft finden, der über seine Sportart an solchen Stellen der Frage von Verletzungen oder Ähnlichem oder einem bewussten Töten von Menschen, das passt nicht mit den Werten des Sportes überein. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir ganz deutliche Grenzen in Fragen von möglichen Zusammenarbeiten oder Entwicklungen innerhalb des Sports sehen. Schönen Dank, Herr Pickard. Und jetzt dürfen wir das Ganze aus Sicht der Athleten hören. Marc Zwiebler, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Damen und Herren Abgeordnete und Gäste. Ich selbst war über 20 Jahre lang Profisportler, habe Badminton gespielt und war bei 3 Olympischen Spielen dabei. Jetzt sitze ich in der DOSB-Athletenkommission und auch im Präsidium des Vereins Athleten Deutschland e.V. Wir haben uns viele Gedanken zu dem Thema E-Sports gemacht und teilweise viele unserer Mitglieder spielen natürlich selber, aber es gibt keine ganzheitliche Position. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die einen sagen, ja, ich akzeptiere den Wettkampf im E-Sports, es ist sehr, sehr ähnlich, die anderen sagen, es ist ganz was anderes. Wir sehen übergreifend viele Gemeinsamkeiten, gerade aus Athletensicht. Ich glaube, E-Sports-Athleten als auch traditionelle Athleten haben mit Druck zu kämpfen, mit Sieg und Niederlagen umzugehen. Natürlich auch ein Berufsrisiko, was sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, da sind viele Gemeinsamkeiten, aber es sind auch ein paar Unterschiede zu erkennen, dass für viele unserer Mitglieder ist die motorische Aktivität ein ganz wesentlicher Bestandteil des Sports und auch das Austesten und teilweise auch Überschreiten eigener körperlicher Grenzen ist ein ganz elementarer Bestandteil. Nichtsdestotrotz stehen wir im Dialog natürlich offen entgegen und wie gesagt, ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede, aber wir haben noch keine abschließende Position entwickelt und damit habe ich ein bisschen Zeit aufgeholt, glaube ich. Danke. Das wird positiv in Ihrer Akte vermerkt. Jawohl. So, dann dürfen wir das Ganze jetzt noch auf die wissenschaftliche Ebene heben und ich denke, dass wir mit Frau Professor Carmen Borggräfe den ersten Aufschlag machen. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Sport geht es, soziologisch betrachtet, um die Kommunikation körperlicher Leistungen, die keinen Zweck außer sich selbst haben. Wir beobachten solche Kommunikationen körperlicher Leistungen und wir können unterscheiden, ob es sich um Sport handelt oder nicht. Wir können beispielsweise unterscheiden, ob jemand joggt oder ob er nur rennt, um den Bus noch zu erreichen. Wir können erkennen, ob jemand Leichtathletik macht oder ob er den Speer wirft, um ein Tier zu erlegen. Sie erkennen an diesen Beispielen, längst nicht jede körperliche Aktivität ist Sport. Ein Pianist erbringt zweifellos hochkomplexe körperliche Leistungen, aber er kommuniziert ja nicht,
wie virtuos er die Tasten bedient. Er macht also keinen Sport, sondern er macht Musik. Auch E-Sport ist in diesem Sinne kein Sport. Beim E-Sport gibt es zwar eine körperbezogene Handlung, nämlich die Bedienung eines Controllers, aber bei dieser Handlung handelt es sich nicht um eine sportartbestimmende motorische Aktivität. E-Sportler kommunizieren ja nicht, ich kann klicken oder ich kann besser klicken als du, sondern Sinn bekommt ihre Handlung erst durch das virtuelle Geschehen, also durch die Bewegungen eines Avatars. Die Zuteilung von Sieg und Niederlage erfolgt im E-Sport nicht darüber, wie viele Klicks pro Minute jemand schafft oder welche Tastenkombinationen koordinativ bewältigt werden, sondern darüber, wie viele Tore ein Avatar bei der Fußballsimulation schießt, wie viele gegnerische Monster er tötet, Terroristen erschießt oder Panzer vernichtet, um Geländegewinne zu erzielen und die gegnerische Basis zu erobern. Die motorische Aktivität des Klickens taugt damit nicht zur Identifizierung des Spielgeschehens. Wie sollte eine solche Sportart denn auch heißen? Mausklicken oder Tastatur drücken? Meine Damen und Herren, es ist nicht zu bestreiten. Nahezu alle Bereiche der modernen Gesellschaft sehen sich durch die fortschreitende Digitalisierung mit tiefgreifenden Veränderungsprozessen konfrontiert, die es im Sinne des Erhalts von Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich zu gestalten gilt. Aber Digitalisierung ist nicht in allen Gesellschaftsbereichen Bedingung der Möglichkeit von Systemerhaltung und Zukunftssicherung. Und dies gilt gerade für den Sport. Wenn aktuell Vertreter aus Politik, Medien und Wirtschaft dem organisierten Sport vorwerfen, dass er verkrustet, altmodisch, traditionalistisch sei, weil er sich gegenüber dem digitalen E-Sport nicht öffne, dass er eine große Chance verpasse oder gar in Zukunft die Jugend der Welt nicht mehr erreichen könne, dann kann man nur entgegnen, dass diese Stimmen nicht sehen oder nicht sehen wollen, welche Funktion der Sport eigentlich für die Gesellschaft hat und was seine enorme Inklusionsfähigkeit und Erfolgsgeschichte als größte Freiwilligenvereinigung in diesem Land begründet. Die Faszination des Sports liegt doch gerade darin, dass man hier mit Hilfe des Körpers noch Unmittelbarkeit und Authentizität erfahren kann, was in anderen Gesellschaftsbereichen eben zunehmend verdrängt wird. Je weiter die Digitalisierung in der Gesellschaft fortschreitet und Prozesse der Körperverdrängung beschleunigt, desto bedeutsamer werden Gesellschaftsbereiche, die noch unmittelbare Körpererfahrung ermöglichen und die wir in der Gesellschaft dringend benötigen, um die Folgen der Digitalisierung abzupuffern. Denn eins ist doch sicher, der Mensch ist und bleibt ein analoges Wesen. In diesem Sinne ist es bezogen auf die Bestandssicherung des Sports und den Erhalt seiner gesellschaftlichen Bedeutsamkeit geradezu kontraproduktiv, eine Digitalisierung des Sporttreibens zu fördern. Denn die Folgen von Körperverdrängung und Digitalisierung bekommen wir ja unmittelbar auf psychophysischer Ebene in Form von Entwicklungs- und Gesundheitsproblemen zu spüren. Motorische Defizite und Bewegungsmangel stellen unbestritten zentrale Probleme in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dar. Das belegen etliche Studien. Darauf zu reagieren, indem man wettkampfmäßige Computerspiele in Zukunft mit öffentlichen Mitteln fördert und als Sport deklariert, schafft Legitimationsprobleme auf allen Ebenen. Nicht nur, was die gesellschaftliche Legitimation des Sports angeht, sondern auch hinsichtlich der Legitimation gegenüber Eltern, denen es im Falle einer Anerkennung des E-Sports als Sport noch schwerer als bislang fallen dürfte, ihre Kinder dazu zu bewegen, nicht noch mehr Zeit mit Video- und Computerspielen zu verbringen. Und die Legitimation gegenüber den vielen ehrenamtlichen Trainern und Übungsleitern in den über 90.000 Sportvereinen, die sich mit großem Einsatz bemühen, ihre Trainingsgruppen und Wettkampfmannschaften zu erhalten, während man im eigenen Verein Konkurrenzangebote etabliert und Kinder und Jugendliche vor den Computer setzt, damit sie Sport treiben? Aus gesellschafts- und gesundheitspolitischer Perspektive kann es nur eine logische Schlussfolgerung geben, den Sport konsequent und aktiv vom digitalen E-Sport abzugrenzen. Aus der Politik wurde bislang vor allem Druck auf den organisierten Sport ausgeübt, sich gegenüber E-Sport zu öffnen. Offensichtlich hat man hier eher wirtschaftliche Interessen sowie eigene Interessen im Buhlen um junge Wähler im Blick, aber man wird seiner Verantwortung für die Sportentwicklung in Deutschland nicht gerecht. Damit macht man sich zum Legitimitätsbeschaffer für die größtenteils kommerziell ausgerichteten E-Sport-Organisationen und fördert somit das Größenwachstum des E-Sports und die damit einhergehenden Probleme auf gesundheitlicher und pädagogischer Ebene. Vielen Dank. Schönen Dank, Frau Professor Burggräfe. Und jetzt zum Abschluss dann Herrn Junior Professor Dr. Thomas Wendeborn. Bitte schön. Vielen Dank. Wohl kein anderes Thema hat den organisierten Sport in den vergangenen Jahren dermaßen irritiert, wie es beim E-Sport in den letzten knapp 18 Monaten der Fall war.
Dabei waren mögliche Kooperationen zwischen DOSB und ESBD belastet durch den Beschluss der Großen Koalition vom März 2018 und dem Handeln der Games-Industrie. Ersterer hebelt die Vereinsfassung, Verfassung bzw. zivilgesellschaftliche Assoziationsfreiheit aus, animierte offensichtlich politische Vertreterinnen und Vertreter gleichermaßen, sich unbekümmert zur Sache zu äußern. Abgesehen vom aktuellen Stand der Diskussion ist bereits jetzt zu resümieren, dass es dem organisierten Sport im Allgemeinen und dem DOSB im Speziellen mit Blick auf das Selbstverständnis zur Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport sowie auch auf den gesellschaftlichen und sportpolitischen Wirkungs- und Verantwortungskreis wohl gut getan hat, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob E-Sport Sport ist oder nicht. Die Beantwortung dieser Frage ist letztlich in ein Positionspapier geronnen, in dem sich der DOSB vom Begriff des E-Sport lossagt, diesen als irreführend einordnet und eine Abgrenzung zwischen E-Gaming und virtuellen Sportarten, daher der elektronischen Sportartsimulation, vornimmt. Das kann man für gut oder schlecht, für geeignet oder weniger geeignet, für sinnvoll oder für weniger sinnvoll halten. Fakt ist, dass damit organisationale und aus Sicht des DOSB durchaus nachvollziehbare Tatsachen geschaffen werden oder wurden, die es dieser Organisation ermöglichen, mit dem Thema überhaupt umzugehen. Ausgehend davon möchte ich in gebotener Kürze einige wenige aus meiner Sicht für den Sportausschuss relevante Problemlagen ansprechen. Erstens, der E-Sport wird in Deutschland durch den ESBD vertreten, der in den vergangenen anderthalb Jahren die Auferstehung des E-Sport in der Bundesrepublik und über die Grenzen hinaus medial inszeniert hat und dies, auch, also dies durchaus professionell. Ein Teil dieser Inszenierung stellt der ESBD auf die Frage der digitalen oder des digitalen Kompetenzerwerbs ab. Er rekurriert dabei auf die technischen Kenntnisse im Bereich der Netzwerkadministration und des IT-Supports, die sich im Zuge des E-Sport für die Gamer ergeben und ihnen für die Berufsvorbereitung neue Chancen eröffnen. Weiterhin wird betont, dass sich die Gamer durch den Erwerb digitaler Kompetenzen in stärkerem Maße als Nicht-Gamer auf die Erfordernisse einer digitalen Wirklichkeit vorbereitet sehen. Das kann man sich wünschen und sicherlich gibt es verschiedene Effekte, wenn Kinder und Jugendliche über einen spielerischen Zugang frühzeitig mit unterschiedlichen Informationstechnologien vertraut gemacht werden. Es fehlt jedoch bisher gänzlich an belastbarer Evidenz und Belegen, dass digitale Kompetenzen, die im Rahmen des Digital Turn der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen, zum Beispiel Umgang mit Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Maschinenlernen, Cyberkriminalität und deren Steuerung sowie die Einordnung der erzeugten Phänomene durch die Beschäftigung mit E-Sport verbessert werden. Eine sich in Bezug auf Digitalisierung ergebende E-Sport-Rendite ist damit aktuell nicht erkennbar. Zweitens, beinahe einstimmig wird E-Sport als wesentlicher Teil der modernen Jugend- und Alltagskultur identifiziert und darauf aufbauend eine Vielzahl von Anknüpfungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für unterschiedliche gesellschaftliche Teilbereiche suggeriert. Da wird allerdings und allzu häufig übersehen, welche drängenden Probleme, es wurden einige schon angesprochen, aktuell in der primären Zielgruppe bestehen. Übergewicht, Adipositas, Bewegungsmangel, Verinselung der Lebensräume, übermäßiger Medienkonsum, um nur einige wenige zu nennen. Jeder einzelne handelnde Akteur im Feld des E-Sport muss sich darüber Gedanken machen und dies auch offen kommunizieren, welche Impulse er auf einen tendenziell sitzenden und bewegungsarmen Lebensstil von Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Gesellschaft setzen möchte und dies im besten Fall durch empirische Evidenz untersetzen. Das ist bisher nur sehr reduziert bzw. nicht erfolgt oder erkennbar. Drittens. Ich erachte es als dringend geboten, dass sich in der Gamer-Szene und dem ESBD ein reflexives Verhältnis zur eigenen Spieltätigkeit wie auch zur gewinnorientierten Spielebranche entwickelt. Der Diskurs über den pädagogischen und sportlichen Wert und die soziale Offenheit der verschiedenen Spieletitel ist mit institutioneller Verbindlichkeit zu prüfen. Bisherige Instanzen wie unter anderem die USK sind gegebenenfalls mit höheren Ansprüchen und genaueren Kriterien zu versehen. Die aktuellen Entwicklungen im ESBD, welche die Etablierung eines Laienbildungssystems betreffen, mit der Erstellung entsprechender Materialien einhergehen und in die Organisation von Trainerfortbildungen münden, können hinsichtlich der Steigerung des Professionalisierungsgrades der handelnden Akteure, Trainer, Ausbilder, Übungsleiter, durchaus positiv bewertet werden. Diese Ausbildungsstandards können meines Erachtens einen wesentlichen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten, die nach wie vor ideologisch geprägt ist und auch ablehnend gegenüber dem E-Sport im ESBD. Abschließend ist zu konstatieren, dass dem ESBD als verbandlicher Vertreter der Gamer-Szene eine klare Steuerungsfunktion zugeschrieben werden kann, die es erforderlich macht, gesellschaftliche Entwicklungen, Interessen externer Anspruchsgruppen sowie politische Strömungen, zum Beispiel den Koalitionsvertrag, aufzunehmen und bei der Umsetzung der eigenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Nur so kann es gelingen, einem E-Sports Made in Germany den eigenen Stempel aufzudrücken. Auch wenn diese Prägung außerhalb des organisierten Sports und vermutlich nicht im Kontext des Inklusionsthemas zu verorten ist, habe ich als Sportwissenschaftler respektive Sportpädagoge
im Zusammenhang hier noch abschließend auf meine Worte des letztjährigen E-Sport-Summit zu verweisen, denn dort habe ich bereits darauf vermerkt, dass hier der E-Sport bzw. der ESBD seine Verantwortung wahrnehmen muss, eben Fragen zu beantworten, die die Bildung und Erziehung im und durch E-Sport betreffen. Denn wir leben in einer zunehmend digitalisierten Welt, in der das Leben und Handeln von Kindern und Jugendlichen durch digitale bzw. virtuelle Welten immer stärker beeinflusst wird. Eine Teilmenge dieser Digitalisierungs-, Technisierungsprozesse im Kindes- und Jugendalter ist die veränderte Partizipation digitaler Spiele, insbesondere seit der Jahrtausendwende. Abschließender Satz. Insofern möchte ich meine Position zum E-Sport noch einmal bekräftigen, indem ich diesen eher dem Spiel als dem Sport zuordne. In der aktuellen Diskussion ist Spiel als zentrales Kulturphänomen wesentlich stärker zu konnotieren. Schönen Dank, Herr Professor Wendeborn. Ihre Zeit haben Sie fast eingehalten. Aber eigentlich hätte es ja 10 Minuten gedauert, denn Sie haben so affenartig schnell gesprochen. Das ist auch schon rekordverdächtig. Wir kommen jetzt zu den, zur Fragerunde und ich schlage vor, dass wir es nochmal versuchen, wie wir das letzte Mal schon probiert hatten, die Frage zu stellen und die Person direkt anzusprechen und dann die befragte Person dann direkt antworten lassen. Vielleicht kommen wir über diesen Weg dann gut voran und können auch das Zeitmanagement entsprechend gut einhalten. So, dann jetzt für die CDU-CSU 20 Minuten und beginnen wird Johannes Steiniger. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank auch an die Experten. Ist, glaube ich, ja eines der ganz spannenden Themen, was uns hier jetzt im Sportausschuss dann auch beschäftigt, mit auch einer großen Relevanz, glaube ich, für sehr viele Menschen in Deutschland. Ich glaube, vielleicht diese Vorbemerkung sei mir gestattet, dass das Thema Anerkennung etwas als Sportart unterliegt aus meiner Sicht schon der Autonomie des Sports. Von daher ist es vielleicht etwas, was Politik an der Stelle nicht machen kann. Was Politik allerdings machen muss, ist, dass es mit gesellschaftlichen Massenphänomenen sich auseinandersetzt und versucht, eben die Rahmenbedingungen entsprechend zu setzen. Und ich hatte am Montag eine Schulklasse bei mir und habe dann gesagt, was so meine Woche ist und über was wir heute diskutieren. Und dann haben die sich gemeldet und haben gefragt, ja, wo ist da eigentlich die Diskussion? Ist doch ganz klar, dass E-Sport Sport ist. Also von daher haben wir vielleicht da auch, sage ich mal, zwischen den Generationen einen Unterschied. So, ich würde gern eine Frage stellen zum Thema der Kategorisierung und Frage an den DOSB. Sie machen ja den Unterschied auf der einen Seite zwischen den virtuellen Sportsimulationen und E-Gaming. Und wenn man sich auch die Diskussion insgesamt zu dem Thema mal anschaut, dann wird Ihnen da ja oft auch vorgeworfen, dass es ein Stück weit eine künstliche Trennung ist, weil man, und das wäre jetzt die erste Frage, ist es nicht so, dass, sagen wir mal, FIFA 19 mehr von der Motorik und von der entsprechenden Anlage mehr mit League of Legends beispielsweise zu tun hat als mit Fußball? Sie argumentieren ja recht oft, dass sozusagen die Verlängerung der Sportart ins Digitale ist und dass man daraus sozusagen auch Trainingsaspekte entsprechend mit aufnehmen könnte. Vielleicht, dass Sie das an der Stelle nochmal klar rücken und dann anschließend an den Herrn Zwiebler als Athlet. Wie sehen Sie denn das Thema, wenn es jetzt so einen E-Sport-Titel Badminton gäbe, wo man mit Maustaste und Tastatur Badminton spielt, hätte Ihnen das etwas für Ihr Training gebracht, wenn Sie dies sozusagen als Ergänzung dann noch gemacht hätten? Also ich habe ja versucht in unserem... Frau Rücker, bitte. Ich habe ja versucht, in unserem Eingangsstatement deutlich zu machen, dass wir einfach verschiedene Perspektiven dabei in den Blick genommen haben. Und wenn Sie jetzt beispielsweise gerade FIFA mit League of Legends vergleichen, dann ist das in Bezug auf die motorische Aktivität, die wir dort vorfinden, durchaus nachzuvollziehen. Bei vielen der anderen Punkte, vor allen Dingen die Frage der ethischen Norm, die dem Spiel zugrunde liegen, da sehen wir eben großen Unterschied zwischen FIFA 19 und beispielsweise League of Legends, auch als Strategiespiel. Nichtsdestotrotz erkennen wir eben immer dann, wenn Inhalte aus unserem normalen Sportartenkontext übertragen werden ins Virtuelle, dass die dort vorherrschenden Werte und Normen nach wie vor mittransportiert werden. Und das Zweite, was ich ja ebenfalls gesagt hatte, über die Verlängerung in den virtuellen Bereich sehen wir die Möglichkeit, tatsächlich eine enge Verknüpfung zwischen virtuellem und analogem Sporttreiben herzustellen. Wir glauben, dass unsere Verbände gefordert sind, genau diese Verbindung in den Mittelpunkt zu stellen und eben über das virtuelle Sporttreiben die Menschen zum analogen Sporttreiben zu motivieren. Vielen Dank, Herr Zwiebler. Sie waren auch angesprochen. Bitte schön.
Ja, also es gibt tatsächlich ein paar Badminton-Spiele, aber das ist eher Gaming und eher im asiatischen Raum verankert. Also ich muss sagen, mir als Badminton-Profi hätte, glaube ich, eine Badminton-Simulation nicht viel weitergeholfen, zumindest auf dem technischen Stand, wo wir uns heute befinden. Was in 20, 30 Jahren ist, das weiß ich nicht, ob das dann ergänzend zur physischen Sportart helfen kann. Aber ja, natürlich habe ich auch diese Batman-Spiele gespielt, weil es natürlich auch ganz lustig ist, mit seinem eigenen Avatar rumzulaufen, aber es war wirklich eher Zeitvertreib für mich. Vielen Dank. Herr Kollege Steffel, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke aus meiner Sicht, ich glaube im Namen vermutlich der meisten Kollegen, sehr herzlich für Ihre, wie ich fand, sehr pointierten Stellungnahmen. Sie sind ja hier, um Ihre Meinung zu vertreten und nicht um uns sowohl als auch, das haben wir ja die letzten Monate selbst getan, mit dem Thema zu konfrontieren. Insofern war das für mich sehr erfrischend, auch die Aussagen der Wissenschaft, wobei man sicherlich fairerweise sagen muss, es ist alles natürlich nicht repräsentativ, sondern ein Stück weit auch davon abhängig, wen wir hier eingeladen haben. Aber ich fand das zumindest für mich bisher sehr erhellend. Ich will mal für die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion im Sportausschuss nur ergänzen, dass wir alle an diesem Teil des Koalitionsvertrages nicht beteiligt waren und ihn dann nur noch abstimmen konnten. Und dann hätten wir die Bundesregierung verhindert. Insofern muss man sich dann damit denen auseinandersetzen, die diese Passage verhandelt haben. Ich will das nur mal ausdrücklich hier kurz erwähnen, weil es ja eine öffentliche Sitzung ist. Zwei konkrete Fragen an Sie, Herr Jagnow. Vielleicht mal ganz konkret, was sind Ihre Forderungen? Also ich habe die Abgrenzung mittlerweile leidlich verstanden. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, das kriege ich auch noch bewegt. Was sind aber Ihre Forderungen an den deutschen Sport? Was sind die Forderungen an die Politik? Und was sind die Konsequenzen, das ist der eigentliche Teil meiner Frage, wenn diese Forderungen erfüllt würden oder wenn sie denn nicht erfüllt werden? Was würde das für Ihren, Sie haben ja einmal das Wort Sportbewegung genutzt, einmal Sportart, also ich lasse das jetzt mal so stehen. Was würde das für Ihre Sportbewegung oder für Ihre Sportart bedeuten, wenn das eine oder andere eintritt? Ähnliche Frage, Frau Dr. Rücker, an Sie. Was würden Sie als die Ziele des DOSB in dieser Debatte bezeichnen? Weil ich glaube, das ist für uns als Sportausschuss schon sehr spannend. Wenn noch Zeit ist, würde ich mich natürlich auch über einen Behindertensportverband freuen, wenn er dazu was sagen könnte. Da ich aber nur zwei Personen ansprechen darf, versuchen Sie das vielleicht bei nächster Gelegenheit zu subsumieren. Was sind die Ziele und auch der entscheidende Teil der Frage, was sind die Konsequenzen, wenn wir das eine täten oder wenn wir das andere täten aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes? Also welche Hoffnungen haben Sie oder ich könnte auch andersrum fragen, welche Befürchtungen haben Sie? Das würde mich ganz konkret interessieren, denn wir werden ja wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode, nicht nur in diesem Ausschuss, aber zumindest im Deutschen Bundestag, einige Entscheidungen treffen müssen. Und da sind Sie ja hier, um uns vielleicht auch vor den Folgen der Entscheidungen rechtzeitig zu warnen oder uns zu ermuntern. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Jagnow, bitte. Ja, Herr Steffel, vielen Dank für Ihre Frage. Wenn wir uns über Forderungen an den organisierten Sport unterhalten. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, und ich habe das ja auch schon öfters mit Frau Rücker diskutiert, dass wir aktuell gar nicht in der Position sind, dass wir hier zum Beispiel einen Mitgliedsantrag im DOSB stellen oder stellen wollen, weil wir die formalen Voraussetzungen der DOSB-Aufnahmeordnung zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllen und wir uns weiterhin im Dialog befinden müssen, aus unserer Sicht, wie wir strukturell auch zueinander passen. Das heißt, dass unsere Forderungen an den organisierten Sport tatsächlich sind, hier auf Augenhöhe miteinander in den Dialog zu kommen und gleichzeitig hier auch anzuerkennen, dass es eben auch Sport als gesellschaftlichen Begriff gibt, der nicht durch den organisierten Sport definiert wird. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil das unter anderem durch den DOSB-Präsidenten Herr Hörmann zum Teil sehr anders dargestellt wurde. Der Sport in Form des DOSB definiert, was Sport ist. Ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Das sehen wir an verschiedenen Bewegungen in der Sportgesellschaft. Fitnessstudios sind ein gutes Beispiel dafür, dass individuelle Jogging- oder Individualsportarten, die unabhängig von einer eigenen Organisation laufen. Deswegen unsere Anspruch ist, hier auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch zu kommen, auch als Sportart wahrgenommen zu werden,
gleichzeitig sich auf einer praktischen Ebene anzunähern. Dort zu schauen, wo haben wir eigentlich Überschneidungen und wo können wir mit gemeinsamen Projekten, und das geht auch in Richtung der Athletinnen und Athleten im DOSB, wo können wir auch unsere Athleten zum Beispiel zusammenführen, wo können wir Inklusionsprojekte miteinander verknüpfen und wo können wir auch mit dem traditionellen Sport gemeinsame Projekte, gemeinsame Tätigkeiten starten. Das haben wir auch auf unserer letzten Mitgliederversammlung ganz klar als Position so mit unserer Mitgliedschaft beschlossen. Und dieses Angebot des Dialogs und des praktischen Austausches steht weiterhin. Und wir würden uns freuen, wenn der organisierte Sport daran auch Interesse hat. Die Forderungen an die Politik sind die rechtliche Gleichstellung des E-Sports mit dem traditionellen Sport. Wir sehen hier einerseits, dass wir eine gesellschaftliche Bewegung haben, die als Sportbewegung sich definiert, sich auch ausgestaltet und in der zum Beispiel ganz viele Menschen ehrenamtliche Arbeit tagtäglich erbringen, in der ganz viele Menschen, seien es, indem sie in Communities Turniere organisieren, ihre Teams organisieren, Trainings anbieten, Vereinsarbeit weit darüber hinaus machen, die Erforderlichkeiten sozusagen eines Gemeinnützigkeitsbegriffs auf jeden Fall erfüllen und dafür auch die entsprechende Anerkennung über den rechtlichen Weg erhalten müssen, was dann natürlich auch eine Auswirkung auf die gesellschaftliche Anerkennung hat. Ich glaube, da hat Herr Reichert vorhin ein ganz gutes Beispiel geliefert. Wir würden uns eine Gesellschaft und eine Welt wünschen, in der die E-Sport, die athletische Leistung im E-Sport und die gesellschaftliche Leistung im E-Sport-Organisationsrahmen auch entsprechend anerkannt wird und als vernünftige und als wirklich leistungsorientierte Erbringung von gesellschaftlicher Arbeit verstanden wird. Und ich glaube, das gibt, wenn wir über Konsequenzen reden, gibt es zwei große Bereiche. Einerseits ein praktischer Dialog auf Augenhöhe würde bedeuten, dass wir hier gemeinschaftlich vielleicht auch so ein bisschen diese Digitalisierungsbrüche, die wir überall in der Gesellschaft haben, hier gemeinsam zusammenkitten können, hier auch eine Brücke schlagen können zwischen einem Teil der Gesellschaft, der sich weitgehend analog orientiert und dort sein analoges Refugium, so würde ich auch die Vision, die Frau Borggräfer hatte, so ein bisschen bezeichnen, das analoge Refugium des Sports und eben die digitalen Realitäten der E-Sport-Bewegung zusammenbringen können und das gemeinsam als gesellschaftliche Bewegung weiterentwickeln. Ganz praktisch die Umsetzung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit unter der Nummer 21 im Paragraphen 52 2 Satz 1 der Abgabenordnung würde bedeuten, dass wir in den Vereinen deutlich mehr Raum haben, hier auch eine entsprechende Tätigkeit mit weniger Papierkram sozusagen zu haben. Wir haben eine Entlastung der Strukturen. Gleichzeitig würde eine Gemeinnützigkeit auch dazu führen, dass wir hier sowohl in E-Sport-Vereinen als auch in Sportvereinen mit E-Sport-Angebot tatsächlich auch zum Beispiel Trainingsstrukturen, Arbeit in den Vereinen individuell privilegieren können über zum Beispiel die Ehrenamtspauschale, über die Übungsleiterpauschalen und über die Spendenfähigkeit der jeweiligen Mitgliedsbeiträge, die dann von der Lohnsteuer sozusagen oder von der eigenen Steuerlast, von der individuellen Steuerlast, das wären ja durch die Gemeinnützigkeit keine Unternehmen privilegiert, sondern EVs und die in ihnen aktiven Menschen. Und das will ich nochmal klarstellen, ne? Wenn wir über Gemeinnützigkeit reden, reden wir nicht über Gemeinnützigkeit für Spiele, sondern für die Handlungen, die in den Vereinen dort vorgenommen werden. Das ist, glaube ich, der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Vielen Dank. Frau Rücker, Sie waren auch angesprochen. Bitte. Gut, ich würde vielleicht gerne mit der Frage zunächst beginnen. Dialog auf Augenhöhe. Ich glaube, Herr Jäckner, das haben wir bisher so gehandhabt und ich gehe auch fest davon aus, dass das weiterhin Teil sein wird. In unserer Arbeitsgruppe war die E-Sport-Szene mit beteiligt. Jan Pommer als stellvertretender Vorsitzender des ESBD war mit drin und Herr Jagnow selber war ebenfalls als Gast in der Gruppe. Wir haben auch, und das habe ich auch mehrfach inzwischen gesagt, vor, diesen Dialog weiter fortzusetzen. Und natürlich werden wir auch die Entwicklung da weiter beobachten, auch wenn wir uns jetzt positioniert haben und diese Positionierung mit Sicherheit auch weiter verfolgen werden. Das vielleicht zunächst zu der Frage des Dialogs. Was sind die Ziele, Herr Steffel, haben Sie gefragt, die wir verfolgen? Zunächst einmal sehen wir natürlich, dass
E-Gaming und virtuelle Sportarten einen großen Trend darstellen und natürlich im Moment ein jugendkulturelles Phänomen und ein Alltagsphänomen sind, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und mit denen auch unsere Vereine und Verbände sich auseinandersetzen müssen. Ja, wir sind ja nicht alleine, sondern tatsächlich unsere 90.000 Vereine an der Basis sind jeden Tag gefragt, wie sie mit diesen Entwicklungen umgehen. Und da glauben wir eben, dass über diese Differenzierung wir jetzt die Möglichkeit haben, unterschiedlich zu agieren und Unterschiedliches zu gestalten. Und unser Ziel wäre, dass in Bezug auf die virtuellen Sportarten die Verbände eben hier einen aktiven Umgang entwickeln und das Potenzial, was in den virtuellen Sportarten stecken, nutzen für die eigene Entwicklung, für die eigene Weiterentwicklung im digitalen Bereich. Und da sehen wir, wie gesagt, tatsächlich große Chancen. Allerdings durch uns auch begleitet. Im Bereich des E-Gamings, auch das will ich sagen, wäre unser Ziel zu sagen, wir müssen die Vereine vorbereiten auf diese Entwicklung und müssen ihnen gute pädagogische Konzepte an die Hand geben, wie sie auch mit dem E-Gaming umgehen, aber tatsächlich in einer anderen Perspektive und nicht als Aufnahme in den organisierten Sport und unter unserem Dach es zu betreiben. Das wäre der eine Punkt. Das zweite ist, das Ziel, was wir schon verfolgen mit der Debatte, ist ein Stück weit den Begriff des Sportes auch zu schützen. Wir sehen uns schon in der Verantwortung, diesen Begriff, auch wenn Sie uns sagen mögen, dass nur Teile der Definition von Sport durch den DOSB erfolgen, so sehen wir doch da schon eine relativ wichtige Komponente, die wir definieren und gestalten. Und wir sehen hier auch die Notwendigkeit und die Herausforderung, diesen Begriff zu schützen und vertrauensvoll damit umzugehen. Und Teile dessen, und das haben wir erläutert, würden wir eben nicht als Sport definieren und nicht sehen und deswegen uns auch davon ein Stück weit abgrenzen wollen. Einen weiteren Punkt noch, wo wir durchaus mit Sorge hinschauen, ist tatsächlich die Frage der Anerkennung der Gemeinnützigkeit von E-Sport, weil wir die Sorge hätten, dass das, was unsere Vereine eben im Kern ausmacht und wofür sie im Moment mit der Gemeinnützigkeit ein Stück weit ja auch geadelt und ausgezeichnet werden und bestimmte Privilegien eben in Anspruch nehmen dürfen, dass wir das verwässern und dass wir da keine klare Position und kein USP unserer Sportvereine mehr haben, wenn E-Sport-Vereine praktisch in gleichem Maße gemeinnützig anerkannt werden. Und wir sehen hier nochmal, das muss man aus zwei Komponenten sehen. Tatsächlich ist es ein Stück weit auch einfach eine Frage der Begrifflichkeit. Deswegen versuchen wir in unserer Position es so klar zu differenzieren. Wenn wir über E-Gaming sprechen, dann sprechen wir von einem anderen Phänomen in unserer Perspektive als bei dem Phänomen E-Sport. Vielen Dank. Herr Pickert, von Ihrer Seite Ergänzungen? Bitte schön. Ich glaube, was ich eines gesagt habe, wenn man die Entwicklung des Behindertensportes anguckt, also wirklich klassisch aus dem versehrten Sport bis dann hin zum modernen Rehabilitationssport und gerade mit dem Aufkommen der UN-Behindertenrechtskonvention und den Thematiken, die zum Thema Inklusion dazustehen, ist ja schon ein großer Entwicklungsschritt in den letzten 30, 40 Jahren bei uns im Verband zu erkennen, wo wir für unsere Mitglieder entsprechend aktiv sind und immer Entwicklung voranschreiten. Hier kann der E-Sport in Teilbereichen sicherlich unterstützen und bietet eine große Chance und ist eine große Möglichkeit, hier weitere Entwicklungsschritte zu machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist die Frage, wo ist eine Grenze und wo landen wir da am Ende? Und ich glaube, wir müssen ein bisschen auch in aktuellen Diskussionen aufpassen. Das ist so ein wenig die Lehre bei uns aus der Diskussion zu Fragen der Inklusion, dass wir vielleicht zu schnell, zu früh klare Definitionen haben wollen. Weil ich glaube, auch da kann ich mich Veronika Rücker nur anschließen, wir haben immer Diskussionen auf Augenhöhen gehabt. Wir haben sehr viele Projekte auch schon uns versucht anzugucken. Ich habe gerade noch im Vorfeld mit unserem Präsidenten gesprochen, der sich letztens ein Projekt auf Schalke angeguckt hat, wo es also durchaus immer wieder Berührungspunkte gibt. Ich glaube, hier wäre einfach nur meine Bitte, dass wir uns das nicht zu schnell angehen und nicht durch zu verfrühte Festlegungen auf das ein oder auf das andere im Detail Möglichkeiten und Chancen nehmen. Und ich bitte einfach halt auch zu respektieren, dass der Sport und dass die Verbände und auch wir als Behindertensport eben aus einer Geschichte rauskommen mit unseren Werten. Und da muss dann, wenn was Neues dazukommt oder wir darüber diskutieren möchten und werden, wie wir es dazufügen können, es muss halt in unsere Wertestruktur passen. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die wir da aufpassen müssen und wo wir, wie gesagt, aus der Erfahrung der Inklusionsdebatte nicht zu verfrüht uns zu viele Türen zumachen sollten oder möglicherweise Türen öffnen, die sich nicht öffnen lassen. Herzlichen Dank.
Herr Kollege Steiniger, noch eine Nachfrage? Ja, bitte gerne. Ich würde gerne auf das Thema Gemeinnützigkeit, weil es ja am Ende des Tages, sage ich mal, das zentrale, auch politische Thema ist, was wir hier diskutieren, eingehen. Frage Richtung Deutscher Olympischer Sportbund. Wenn ich das aber richtig sehe, ist es ja schon so, dass wir derzeit eine Rechtsunsicherheit bei den Sportvereinen haben. Weil wenn ich derzeit als Sportverein gerne eine E-Sport-Abteilung aufbauen würde, dann ja, kann ich das eben derzeit jedenfalls, wenn der Satzungszweck Sport ist und ich dort eben dann diese Titel anbieten möchte, über diese Schiene nicht ableiten. So, und jetzt ist ja die Frage, was ist unser Ziel als Politik? Also mein Ziel ist, dass wir möglichst viele Jugendliche in die Sportvereine kriegen. Ja, und die sollen sich da bewegen, aber die sollen durchaus auch andere Angebote dort wahrnehmen. Jetzt da genau die Frage, wäre nicht eine Offenheit dahingehend, dass man auch Titel entsprechend dort mit reinnimmt, die jetzt keine Gewaltdarstellung haben. Und Sie haben vorhin von League of Legends gesprochen, wenn man sich das mal auf YouTube anschaut, also das ist ja sehr kindlich, also da würde ich in keinstem Fall von irgendwie Gewaltverherrlichung oder Ähnlichem sprechen. Aber wäre das nicht auch aus Sicht der Mitgliedsvereine im Deutschen Olympischen Sportbund ja, im Interesse, dass man so etwas mit reinnimmt? Man könnte ja da beispielsweise eine Abgrenzung über die USK machen, dass man eben sagt, okay, bis USK 12 nimmt man Spieler entsprechend in das Angebot mit rein. All das, was dann als Shooter läuft, das ist eben mit den Werten des Sports an der Stelle nicht zu verbinden. Herr Kollege, wenn Frau Rücker noch antworten soll, ja, müsste ich jetzt die Gelegenheit dazu geben. 60 Sekunden reichen. Gut, Frau Rücker, das war eine klare Ansage. 60 Sekunden, bitteschön. Danke, dass Sie mir das zutrauen. Also grundsätzlich sehen wir die Integration von virtuellen Sportarten in unseren bestehenden Strukturen. Und aus unserer Perspektive, da braucht es dafür keine gesonderten Strukturen. Das wäre unser Ziel, ist eben in unsere bisherigen Strukturen zu integrieren und keine gesonderten dafür aufzubauen. Und nochmal, wir bleiben dabei, die von Ihnen vorgeschlagene Grenze nach FSK sehen wir nicht, weil damit Inhalte sozusagen auch noch dem Sport zusortiert werden, die wir unter unseren Prüfkriterien nicht sehen. Nämlich beispielsweise die Strategiespiele. Die sehen wir nicht als Teil dessen, um das wir uns kümmern würden. Sind noch 26. Und warum? Auch da wird ja kommuniziert und ich bin im Team und ich habe ein gewisses Spielziel und der Unterschied dann zu FIFA wird mir nicht genau klar. Es ist ein Spiel und es ist keine uns bekannte Sportart und kein Sport. Es ist ein Spiel, genau wie Sie es gesagt haben. Dann wäre tatsächlich jedes Strategiespiel, jedes Brettspiel wäre in dem Moment auch Sport. Ja, es war zu erwarten, dass das Stichwort irgendwann fallen würde. Ich habe mich gewundert, dass es so lange gedauert hat. So, wir kommen zur nächsten Fraktionsrunde. Die AfD-Fraktion hat das Wort 8 Minuten und ich darf insbesondere unsere Sachverständigen, die sich erst an das Format gewöhnen müssen, noch mal daran erinnern, ihre Antworten gehen in die 8 Minuten mit ein. Das heißt, ihre Zeit für Antworten ist jetzt nicht mehr so komfortabel wie bei den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU. Herr Kollege König, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Sachverständige, vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Beiträge. Dazu kleine Anekdote. Ich kannte mal jemanden, der war in der DDR-Nationalmannschaft fürs Mensch ärgerlich nicht spielen. Also Gaming und Sport. Ne? Es war natürlich damals ein Jux. Es war ein absoluter Jux, hatte mit Sport natürlich nichts zu tun. Herr Jagnow und auch an Herrn Reichert, Sie haben eine Pressemitteilung, nachdem der DOSB die Stellungnahme veröffentlicht hat, ja auch veröffentlicht, wo Sie schreiben, die Einschränkung auf sportbezogene Spiele umfasst nur einen kleinen Teilbereich des E-Sports, schafft Unklarheit für die überwiegende Mehrheit der E-Sport-Landschaft in Deutschland. Aus unserer Sicht räumen Sie damit selbst ein, dass der weitaus größte Teil der Spiele, für die Sie mit Ihrem Verband eintreten, mit dem Sie auch langfristig in den DOSB wollen, MOBA- und Shooter-Spiele sind, in denen das Ziel ist, unter anderem zu töten, zu zerstören und zu erobern. Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass Sie mit Spielen dieses Inhalts, nach Ihren eigenen Worten, dass Sie damit im DOSB richtig aufgehoben sind? Und sind Sie der Meinung, dass Sie mit diesen Spielen auch irgendwann mal eine Gleichstellung zum organisierten Sport und eine Gemeinnützigkeit erreichen wollen und vielleicht sogar noch eine öffentliche Förderung? Also das halte ich für persönlich ein bisschen vermessen. Vielen Dank. Herr Jagnow, bitte.
Dafür sind wir ja da, um darüber zu diskutieren. Und dieser Diskussion stellen wir uns natürlich auch. Grundsätzlich erstmal vielleicht zur Klarstellung. Ich hatte das eben schon erwähnt. Wir haben uns hier nicht abschließend positioniert, ob wir überhaupt in den DOSB aufgenommen werden wollen. Wir sehen durchaus, dass Sport in Deutschland existieren kann, ohne im DOSB organisiert zu sein. Und wir sind in einem Prozess des gegenseitigen Dialogs, das haben wir gerade beide auch nochmal bekräftigt, auf der wir uns austauschen über unsere Strukturen, über unsere Inhalte, über das, was uns sportlich ausmacht oder eben auch, und das will ich nochmal sagen, wie wir vielleicht auch eine Augenhöhe dabei erreichen können. Ich nehme die Gelegenheit gerne nochmal auf, um hier auch nochmal darauf zu verweisen, wichtig ist uns nicht nur der Dialog, sondern auch der Dialog auf Augenhöhe von Sportart zu Sportorganisation. Das ist für uns entscheidendes Kriterium in unserem Selbstverständnis auch. Und dementsprechend wollen wir diesen Dialog nicht nur zum reinen Selbstzweck, sondern wir würden diesen Dialog gerne auch führen auf Augenhöhe, um gemeinsam hier als Sport gesellschaftlich wirken zu können. Das Thema Werte in den Spielen und das Thema Werte kam jetzt an verschiedenen Stellen immer wieder auf. Wir haben natürlich verschiedenste Arten von Spielen, das habe ich in meinem Eingangsstatement gesagt. Und wir haben auch hier ganz klar, Sportspiele machen nur einen kleinen Teil der gesamten E-Sport-Landschaft aus. Und da müssen wir uns gar nicht hinter verstecken, sondern tatsächlich ist das unser Selbstbewusstsein, unsere Mitgliedschaft und die E-Sport-Landschaft in Deutschland sieht so aus, dass wir eine unglaubliche Vielzahl von Spielen haben. Und davon sind einige im Strategiebereich, einige im Shooterbereich. Manche kombinieren verschiedene Sportarten, die sie darstellen, zum Beispiel Rocket League, das ist ein E-Sport-Spiel, mit dem man mit großen Autos, einen großen Ball durch die Gegend befördert und eine Tore einbefördert. Ist das jetzt eher, das wäre ja ganz interessant, sehen Sie Rocket League eher im Motorsport oder im Fußball verankert? Oder keins von beiden? Das ist ja, also sind das existierende Sportarten? Und das sind natürlich Abgrenzungsfragen, über die wir uns unterhalten werden. Und vor diesem Hintergrund vielleicht auch nochmal zur allgemeinen Wertediskussion. Als ESPD stehen wir dafür, dass wir hier eine gesetzliche Gleichstellung und eine gesellschaftliche Anerkennung erreichen wollen. Und wir haben natürlich eine Darstellung, und das sagen wir ganz klar, eine Darstellung, die nicht an allen Stellen für alle Altersstufen geeignet ist. Dafür gibt es tatsächlich die USK und das ist auch ihr originärer Zweck, nämlich die Alterseinstufung, die Zugänglichkeit der Spiele zu regulieren. Da haben wir Spiele wie League of Legends, die sind ab 12 freigegeben. Da haben wir Spiele wie Counter-Strike, die sind ab 16 freigegeben, also auch für Jugendliche zugänglich. Und da haben wir Spiele, die sind gegebenenfalls ab 18 freigegeben, wie Rainbow Six Siege. Das heißt, wir haben wie auch in anderen Sportarten eine altersmäßige Einschränkung der entsprechenden Tätigkeit von jungen Athletinnen und Athleten. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Motorsport, wo es verschiedene Klassen gibt, die natürlich nach der Kompetenz der angenommenen, durch das Alter bestimmten Kompetenz definiert werden, eine bestimmte Verantwortung im Straßenverkehr bzw. auf der Rennstrecke zu übernehmen. Und dort auch erst dann tätig zu werden. Genauso sieht es hier aus. Hier geht es um Medienkompetenz und dort auch eine entsprechende Einstufung. Ab wann kann ich als junger Mensch Verantwortung dafür übernehmen, die Realität von Spielen zu unterscheiden, die Immersion eventuell auszublenden. Grundsätzlich aber, und das würde ich ganz gerne mal als Frage auch dann wieder zurückgeben, der DOSB, wir haben uns ganz genau angeschaut, wo denn eigentlich die wertemäßige Sache im wo die wertemäßigen Grundsätze festgelegt sind, im DOSB-Leitbild. Dort haben wir eine 1:1 Identifikation mit den Werten des organisierten Sports auch feststellen können. Im DOSB-Leitbild sind wir, glaube ich, 1:1 mit unseren Werten konform, Respekt, Toleranz, Fairplay. Das sind die Dinge, die wir auch vertreten. So, 2 Minuten noch. Herr Kollege König, bitte. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ja, so die Frage war nicht so richtig beantwortet, aber gut. Ich sage Ihnen mal ganz offen, wie das soll. Sie haben großen Erfolg in der Gamer-Szene. Sie haben ja auch wirtschaftlichen Erfolg und genau da gehören Sie aus unserer Sicht nämlich hin. Sie sind ein Wirtschaftszweig. Und deshalb sollte man eigentlich Sie zuordnen in die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums. Also, ja, also es ist, ich...
Uns wird nicht so richtig klar, bei dem wirklich überwiegenden Teil, der nicht mit virtuellen Sportarten zu tun hat, bei dem Gaming-Teil, warum Sie unbedingt sich an den Sport und an die Gemeinnützigkeit andocken wollen. Also vielleicht ganz klar, wie ich auch in meinem eigenen Statement gesagt habe, als ESL oder als kommerzielles Unternehmen in diesem Bereich habe ich kein Interesse daran, gemeinnützig zu machen, Gemeinnützigkeit zu bekommen oder in dem Bereich zu sein, sondern es geht ganz klar um die Vereine vor Ort, wo es viele gibt, wo viele uns anrufen, weil sie beim DSB leider keine Hilfe kriegen. Sie haben Stand heute 22 Vereine gegen 90.000. Es geht um die bestehenden Sportvereine. Also ich fange nochmal von vorne an. Wir haben viele Vereine aus der Breite, nicht E-Sports-Vereine, die uns anrufen und das Thema E-Sports in ihren Bereichen anbieten wollen. Diese Vereine stehen im Moment im Zweifel vor der Entscheidung, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn sie das Thema E-Sports anbieten. Das ist etwas, wo wir glauben, für die Kinder da draußen, für die Jugendlichen, für die Vereine ist das ein Grund, es dort aufzunehmen. Das hat der Herr Jagno sehr klar gesagt. Für mich als kommerzielles Unternehmen hat das ganze Thema Gemeinnützigkeit keinen Hintergrund. Wir werden dort nicht aufgenommen werden, / wir haben auch gar kein Interesse daran, dort als gemeinnützig wahrgenommen zu werden. Beantwortet das die Frage? Vielen Dank. 30 Sekunden, kann man nicht mehr viel mitmachen, ne? Ich könnte noch was kurz zu den Werten sagen. Ich wollte noch ein Statement abgeben. Ich war viele Jahre an der Sportschule als Ringer in der DDR und mein Sohn spielt Fußball in der Oberliga. Und der spielt auch FIFA am Computer. Aber ich sehe da doch einen riesen Unterschied zwischen der leiblichen Betätigung auf dem Sportplatz als auch hier mit diesen Schaltern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind für mich auch Games und keine Sportarten, die man im DOSB gleichstellen könnte. Danke. Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Insgesamt 13 Minuten. Und das Wort hat der Kollege Detlef Pilger. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Zunächst mal, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was nicht wegzudenken ist. Und wo wir uns gemeinsam, die Kollegin Esken gesagt, eben in Ihrem Bereich gibt es Vereine, die haben eine E-Sports-Abteilung oder E-Games-Abteilung, lassen wir mal dahingestellt, integriert in das Vereinsleben. Und das dürfte auch die Gemeinnützigkeit nach meiner Meinung nicht tangieren. Man muss halt gucken, was gespielt wird. Nach wie vor, das behaupte ich auf jeden Fall. Kollege König, also den Vergleich mit der Wirtschaft, der hinkt. Die Bundesliga ist ein reines Wirtschaftsunternehmen. Von daher weiß ich nicht, ob das der Vergleich im Zusammenhang mit Wirtschaft trifft. Und daher nicht Gegenstand des Sportausschusses. Jetzt aber, hat der Kollege Pilger das Wort. Es gibt natürlich auch, und die erste Frage bezieht sich für Herr Jagno, das Unternehmen McDonald's hat viele Jahre den DFB gesponsert und hat sich jetzt oder voraussichtlich verabschiedet und einen Schwerpunkt auf den E-Sports gelegt oder E-Games. Das ist natürlich eine nicht gerade glückliche Kombination, ungesunde Ernährung und wenig Bewegung. Versuchen Sie da in irgendeiner Weise hingegenzuarbeiten? Also ansonsten, wir haben eine, ja leider, vielfach fettleibige, ich war viele Jahre Sportlehrer, eine fettleibige Kindschaft und Jugendliche sind wesentlich übergewichtig und das könnte das Ganze noch fördern. Haben Sie davor, in irgendeiner Weise mit gegenzusteuern? Ego-Shooter werden insbesondere natürlich auch gerne von Kindern und Jugendlichen gespielt. Sehen Sie da irgendwo für sich auch eine Chance, darauf einzuwirken, dass eben diese Spiele, eben wurde USK 12 genannt, eben nach Möglichkeit von dieser Zugangsgruppe nicht gespielt wird. Es ist für den Sport, glaube ich, unendlich schwierig, Spiele als Sport zu legitimieren, die das Virtuelle zerstören und erobern und töten, als Inhalt haben. Sehen Sie die Möglichkeit, Einfluss dieser Spiele in irgendeiner Weise zu humanisieren, beziehungsweise in einer entsprechenden Liga nur noch entsprechende Spiele spielen zu lassen? Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen erkennt E-Sport zwar als Teil einer modernen Jugendkultur an, lehnt jedoch E-Sport als Sport ab. Der E-Sport sei mit den Werten des Sports, Sie haben es eben anders gedeutet, unvereinbar, da die Nutzungslizenzen nicht beim jeweiligen Verband liegen. Da sind wir bei der Wirtschaft. Was planen Sie, um die Landessportbünde insgesamt zu überzeugen?
Noch eine Frage an Frau Rücker. Sie haben es eben selbst angesprochen. Der E-Sport oder die E-Games bieten auch Chancen, nämlich junge Leute anzusprechen, zu integrieren, versuchen, in den analogen Sport dann mit einzuführen. Sehen Sie darin eine Chance, wenn Vereine eine Unterabteilung E-Sports, die an gewisse Regularien gebunden sind, das sind wir eben da bei der altersmäßigen Einstufung beziehungsweise auch Spielen. Sie favorisieren ja Sportsimulationsspiele. Sehen Sie da drin eine reelle Chance, dann Jugendliche auch zu gewinnen? Die Sportvereine tun sich ja mittlerweile auch zum Teil schwer, gehen ja in Schulen hinein, um Jugendliche für den aktiven Sport zu generieren. Und ja, vielleicht mal bis dahin. Vielen Dank. Dann fangen wir jetzt mal mit Frau Rücker an. Frau Rücker, bitteschön. Gut, nochmal, Detlef, auf das auch, was ich gerade schon mal ausgeführt habe. Wir sehen keine eigene Struktur vonnöten für das Aufgreifen von Trends und Entwicklungen. Wir sehen Chancen damit verbunden, dass wir Angebote in den Vereinen in den virtuellen Sportarten machen, aber unter den uns bekannten Strukturen und nicht mit einer eigenen Strukturform. Das heißt, wir wollen keine isolierten Insellösungen, wo nur FIFA 19 beispielsweise gespielt wird, sondern wenn ein Sportverein nehmen wir mal einen Fußballverein, auch sozusagen das Angebot von FIFA 19 macht, aber eben in enger Kopplung mit dem analogen Sport treiben, dann sehen wir da die große Chance für die Weiterentwicklung. Und wir müssen eben auch erkennen, dass viele Verbände sich inzwischen mit dieser Frage intensiv auseinandersetzen und, da würde ich nochmal auf Herrn Zwiebler zurückkommen, das tatsächlich auch für Trainingshintergründe und Zwecke tatsächlich nutzen. Also beispielsweise E-Cycling ist ein Ding, was gerade neu entwickelt wird, E-Sailing, wo tatsächlich eben im elektronischen Bereich Simulationen vorgenommen werden, aber um die Menschen heranzuführen an die reale Sportausübung. Und deswegen brauchen wir meiner Ansicht nach dafür keine eigenen Strukturen. Das war die eine Frage. Und das zweite nochmal. Die Vermutung ist tatsächlich immer, dass die Vereine sich schwer tun, junge Menschen für unsere Strukturen zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir seit Jahren und schon seit Jahrzehnten immer noch 80% der Jungs im Alter von 7 bis 14 Jahren sind Mitglied in einem Sportverein. Und sie sind das, obwohl natürlich der Bereich des E-Gamings massiv gewonnen hat. Aber Alter, im Moment zumindest können wir noch nicht aufgrund eines Phänomens wie E-Gaming eine rückläufige Tendenz in den Sportvereinen erkennen. Aktuell sehen wir es nicht. Und ich möchte noch mal an einem Punkt ergänzen, auch von gerade. Wir haben keine 2 Hände voll Anfragen vorliegen von Vereinen, die unbedingt E-Sport-Abteilungen gründen wollen oder eigene. Also tatsächlich, wir können den massiven Druck, den zumindest die E-Sport-Szene nach außen darstellt, bislang nicht erkennen. Und lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen zu dem Punkt, der aber gerade schon vorher war. Herr Jagno, ja, wir stehen zum Dialog bereit, aber das möchte ich schon explizit noch mal erwähnen, nicht von Sportverband zu Sportverband, sondern von Sportverband zu einem Akteur, der im Moment gerade uns und die Politik intensiv beschäftigt, aber den wir zumindest im Moment noch nicht als Sportverband kennzeichnen würden. Danke. Vielen Dank, Frau Rücker. Herr Jagner, bitte. Ich glaube, diese öffentliche Klarstellung war auch mal nötig. Was ich ganz interessant finde, tatsächlich haben wir auch die Erfahrung, dass sich Sportvereine und insbesondere Sportvereine, die sich mit E-Sport ausstatten wollen, die Angebote schaffen wollen, dort kein Kontakt zum DOSB oder zu den Landessportbünden suchen, sondern nämlich zu uns. Wir haben eine dreistellige Anzahl an Anfragen, wo wir Erstberatungen zur vernünftigen Einführung von E-Sport in Sportvereinen dann auch geleistet haben. Und Herr Reichert hat auch gerade gesagt, bitte, bei uns wird halt die Kompetenz angenommen, die auch dort ist, sozusagen die E-Sport-Angebote vernünftig in Sportvereine zu integrieren. Die Kompetenz wird den Landessportbünden und dem DOSB gerade nicht zugebilligt und deswegen wenden sich die Sportvereine an uns. Ich glaube, das ist relativ nachvollziehbar. Vielleicht ganz kurz zu der Frage, welche Sponsorings gibt es im E-Sport? Ich glaube, wenn man sich gerade Spitzensport- und Teamsport-Sponsorings anschaut, der McDonald's hat vorher, glaube ich, jahrelang den Einmarsch der Jugendlichen und Kinder in die Stadien bei Länderspielen gesponsert.
Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie die Frage auch so dem DFB gestellt haben, wie er sich dazu positioniert. Wir sehen natürlich, dass Sponsoring immer zwei Seiten hat, nämlich einerseits, welche Werte vertreten die Unternehmen, die dort sich gesellschaftlich präsentieren wollen, und auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten eröffnen sich den Strukturen über die Sponsoring-Vereinbarung. Wir haben die Diskussion an vielen Stellen im Sport. Ich glaube, da muss sich der E-Sport auch nicht verstecken. Wir haben ganz viel mit dem Thema Sportwetten zum Beispiel zu tun. Das betrifft den E-Sport genauso wie den Sport. Vielleicht kann da aber vielleicht nochmal Herr Reichert, wenn Sie ihn fragen wollen, nochmal was zu sagen, weil der deutlich mehr auch Erfahrung, ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Frage weitergebe, im Sponsoring-Bereich hat, weil das für uns im breiten Sportbereich natürlich viel weniger relevant ist als bei den kommerziellen Ligen, die da tatsächlich auch ihren Umsatz mitmachen. Das Thema der Ego-Shooter-Zugänglichkeit nur ganz kurz. Die USK ist ja ein gutes Instrument, die Zugänglichkeit zu regeln, nämlich Menschen, die nicht 16 oder 18 sind, je nachdem, welchen Shooter man spielt, haben darauf grundsätzlich der Idee nach keinen Zugang, haben in den organisierten E-Sport-Strukturen auch keinen Zugang, sowohl in den Vereinen nicht, als auch auf den großen Bühnen der Ligen nicht. Das ist ganz klar, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause spielen lassen, dann ist das ein Problem. Und da sagen wir, gerade dort muss man vereinsmäßig ansetzen, muss Betreuung schaffen, muss Zuverlässigkeit schaffen und muss auch die Beratungsstrukturen, so ein Trainer im E-Sport-Verein oder im Sportverein mit E-Sport-Angebot, kann deutlich mehr über die Zugänglichmachung wissen und auch vielleicht den Eltern das Feedback geben. Sorry, es ist jetzt vielleicht nicht so klug, dein Kind Counter-Strike mit 11 Jahren spielen zu lassen. Das ist ganz klar, und ich glaube, da ist dann der entsprechende Zugänglichkeitsfaktor. Die Frage nach Regulierung von Spielinhalten, die stellt sich, glaube ich, nicht, weil wir damit komplett abseits von der gesellschaftlichen Realität laufen. Nicht wir bestimmen, was die E-Sport-Bewegung spielt, was die Community spielt, was die Menschen spielen, sondern die Community bestimmt das selber. Und wir haben ganz viele Spiele, die sich über 2-3 Jahre, Fortnite ist das beste Beispiel gerade, vor 2 Jahren hat noch niemand über Fortnite gesprochen, und jetzt ist das der totale Hype, und das wird vielleicht auch irgendwann wieder abklingen und ein anderes Spiel wird das ersetzen. Deswegen, wir fangen da nicht an, irgendwie mit den Publisher oder den Spieleentwicklern in Dialog zu gehen und zu sagen, ihr müsst eure Spiele anders gestalten, sondern wir nehmen das so, wie es kommt, und es gibt die gesetzlichen Regelungen der USK, es gibt die gesetzlichen Regelung im Strafrecht, welche Inhalte erlaubt sind oder nicht. Das ist die Regulierung, die da ist, und die halten wir für ausreichend. Vielleicht noch einmal zu den Fragen der Spielziele. Wir haben verschiedene Sportarten, und es geht ja hier immer um die Darstellung. Es geht ja hier immer bei E-Sport um die Darstellung, nicht um die tatsächliche Handlung. Also niemand tötet Menschen, sondern es wird dargestellt, dass Menschen in einer Runde getötet werden, rausgenommen werden bei Shootern. Das ist ein großer Unterschied. Während wir Sportarten haben, in denen es tatsächlich darum geht, Amateurboxen seit 1904 olympisch, Menschen tatsächlich zu verletzen und sie gegebenenfalls bis zur Bewusstlosigkeit quasi auf den Boden zu schicken. Genauso aber auch, wenn wir uns im Darstellungsbereich anschauen, das olympische Fechten ist doch auch eine Darstellung einer aggressiven und einer gewalttätigen Handlung, nämlich dem Versuch, jemand anders zu erstechen mit der entsprechenden Waffe. Und dort würde ich mir einfach so ein bisschen mehr Offenheit und Ehrlichkeit in der Debatte wünschen, dass wir hier schon hegemonisierte Darstellung von Gewalt im Sport haben, unter festen Regeln. Genauso ist es eben im E-Sport. Das ist eine mediale Darstellung von Gewalt, hegemonisiert für den spielerischen Betrieb und dort auch dann unter den Regeln entsprechend eingepflegt. Da besteht aus meiner Sicht kein Unterschied. Und deswegen sollten wir hier auch eine Gleichstellung erreichen. Die letzte Frage ging, wenn ich jetzt noch einen Moment Zeit habe, zu Nutzungslizenzen. Das kennen wir auch aus dem organisierten Sport. Ein Verein, der zum Beispiel Zumba anbieten will, kauft sich eine Lizenz eines südamerikanischen Unternehmens, um Zumba in den Vereinen als Bewegungssport anbieten zu können. Also diese Lizenzfrage ist einfach ein Ausdruck unserer aktuellen Verhältnisse in der westlichen Welt. Wir haben im 20. Jahrhundert ganz viel über Produktionsverhältnisse in der Gesellschaft als bestimmende
als bestimmendes Merkmal unseres Zusammenlebens gehabt. Da war dann eher relevant, wer hat den Ball produziert. Heute haben wir in einem 21. Jahrhundert haben wir geistiges Eigentum und Lizenzrechte. Eine moderne Sportart muss eben sich auch unter modernen Bedingungen wiederfinden. Und darum ist das einfach nur eine Weiterentwicklung hinein in eine digitalisierte Realität. Vielen Dank. Damit ist die Zeit der SPD-Fraktion mehr oder weniger erschöpft. Wir kommen zur FDP-Fraktion, 7 Minuten insgesamt. Und ich darf die Sachverständigen vielleicht noch mal bitten, bei ihren Antworten ein wenig auf die Zeit zu achten. Ansonsten ist es mit Nachfragen etwas problematisch. Frau Kollegin Dassler, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Einmal in die Runde. Wichtiges Thema, richtiges Thema, mit dem wir uns ja schon seit Monaten beschäftigen, also spätestens seit 2017 angefangen durch den Koalitionsvertrag. Und ist natürlich auch, ich denke, in jeder Fraktion so ein bisschen ist man hin und her gerissen. Man sieht diese Entwicklung, die man auch nicht aufhalten kann, die immer stärker wird, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich denke, wir sind eigentlich gefordert, so ein bisschen auch die Rahmenbedingungen zu setzen und nicht den Prozess so laufen zu lassen. Und wir als FDP haben uns schon positioniert und haben gesagt, also wir sind die Digitalpartei und wir stehen auch dieser digitalen Entwicklung offen entgegen, aber schon auch mit dem Gedanken, was sind unsere Werte oder was ist uns wichtig. Mir ist zum Beispiel ganz wichtig, die Jugendlichen, die spielen diese Spiele. Ob das die FIFA-Spiele ist, ob das die Ego-Shooter-Spiele sind und so weiter oder League of Legends. Jetzt bin ich selber Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die beide ganz viel Sport treiben, aber die beide auch, gut, sind sie erwachsen, aber die beide auch, ich sag mal, diese E-Sport oder diese Spiele spielen. Ich stelle mir immer die Frage, und das gebe ich jetzt mal an den DOSB weiter, wäre es nicht sinnvoller, die Jugendlichen oder Kinder und Jugendliche, die heranwachsen und die immer und die Bedeutung am Computer und an der Gamestation nimmt ja immer weiter zu, die schon mit aufzunehmen, um dann, wenn man sie einmal in diesen Strukturen, wie sie sie haben, hat, ihnen dann auch, sagen wir mal, leicht zu machen, Fußball zu spielen, Tennis zu spielen, einfach nicht, wie Frau Professor Borgrewe sagte, wir brauchen die Bestandssicherung des Sports, sondern einfach, ich sag mal, das eine tun und das andere nicht lassen. Aber in einem Verein, wo ich sag mal, vernünftig betreut werde, wo ich eine Suchtprävention habe, wo ich einen Trainer habe, wo ich Ansprache habe. Und mal die Frage an den DOSB. Dankeschön, Frau Weil die Rücker. Kinder spielen sowieso. Entweder spielen sie im Verein oder sie spielen irgendwo im Keller. Also das ist ja Teil unserer Positionierung, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind für den Bereich von E-Gaming über pädagogische Konzepte und Qualifizierungen in den Vereinen für einen guten Umgang mit diesem Phänomen zu sorgen. Aber dafür sehen wir noch keine Notwendigkeit, es in unsere Strukturen einzubinden. Sehr wohl, wie gesagt, sind wir uns der Verantwortung bewusst, dass wir die Vereine auf den Umgang damit vorbereiten müssen, genau in der Hinsicht, wie Sie es sagen. Aber wir sehen nochmal einen Unterschied damit, ob es darum geht, das sozusagen als pädagogische Konzeption einzubinden oder es tatsächlich als Teil des Sports zu integrieren. Und in welchem Zeitfenster sehen Sie sich dann, um Ihre Vereine darauf vorzubereiten, ich sage mal, dieses Phänomen dann auch aufzunehmen? Also aufbauend auf unsere Positionierung sind wir schon dabei. Wir haben zurzeit verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die sich damit auseinandersetzen. Und eine der Arbeitsgruppen beschäftigt sich mit pädagogischen Konzepten und Qualifizierungen für den Bereich des E-Gamings. Wie lange das jetzt dauert, kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen. Dann die Frage an Herrn Jagno. Sind Sie wirklich der Meinung, die Community bestimmt die Spieleentwicklung und nicht der Spielehersteller? Ich glaube, das ist Herr Jagno, bitte. Und gerne. Sie haben noch 3:40 Minuten. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die geteilt stattfindet. Natürlich entwickelt der Spielhersteller das Spiel, aber die Pflege des Spiels, die Weiterentwicklung des Spiels erfolgt in ganz, ganz vielen Fällen über die Community. Und ich glaube, wir alle im Raum kennen den Begriff Shitstorm, ein sehr wichtiges Instrument, um in sozialen Medien seine Empörung auch über bestimmte Entwicklungen darzustellen. Und das ist sozusagen das Extrembeispiel, wie eine Community
auf Fehlentwicklungen in Spielen reagiert und auf Dinge, die sie dort nicht sehen will und dort auch die lebendige Debatte in Online-Foren, in sozialen Medien, aber auch ganz konkret gegenüber dem Publisher oder dem Spieleentwickler formuliert, dann weiterbringt. Und für die Publisher und Spieleentwickler ist es auch ganz wichtig, mit der Community diesen Austausch zu halten, weil sie dann das Produkt auch auf Dauer attraktiv halten. Natürlich, also da steckt auch natürlich eine wirtschaftliche Logik hinter. Und noch eine Frage an Sie. Nehmen wir mal an, die Vereine bekommen die Gemeinnützigkeit nicht, aus welchen Gründen auch immer. Sehen Sie dann die Gefahr, wenn Jugendliche und Kinder in ihren Vereinen spielen, und sie brauchen ja Ehrenamtliche, die sich engagieren, oder Leute, die halt irgendwo einen Vorteil haben in steuerlicher Hinsicht, sehen Sie da auch eine höhere Suchtgefahr für die Kinder, wenn wir das mit der Gemeinnützigkeit nicht zustande bringen sollen? Die Frage geht auch an Herrn Jagno. Bitte schön. Darf ich da ganz kurz nachfragen? Also wenn Sie nicht die Gemeinnützigkeit haben, ob dann die Suchtgefahr steigt? Nein, Gemeinnützigkeit, Ehrenamtspauschalierung, wenn alle diese, ich sag mal, steuerlichen Bevorteilungen oder Vorteile, die ja einem analogen Sportverein zu eigen sind, wenn Sie das nicht erreichen, finden Sie dann auch all die Leute, um die Jugendlichen und Kinder so zu betreuen? Ich glaube, das ist eine Frage, wie schnell und wie umfassend entwickelt sich die vereinsgetragene E-Sport-Landschaft in Deutschland. Also wir werden auch weiterhin, glaube ich, viele Aktive und Engagierte haben, die sich in den Vereinen und vielleicht auch außerhalb der Vereine dafür einsetzen, dort weiter Betreuung vornehmen, dort entsprechende Arbeit leisten. Die Frage ist aber, wie attraktiv ist der Gesamtbereich und wie schnell kann er wachsen und wie schnell kann er auch erwachsen werden, sozusagen. Und ich glaube, das ist die zentrale Frage, die sich darum dreht. Ich glaube nicht, wenn der Prozess jetzt sozusagen ergebnislos oder verzögert stattfindet, dass wir dann E-Sport-Vereine in Deutschland verlieren werden. Ich glaube, der Prozess wird weiter stattfinden. Die Frage ist, unter welchen Rahmenbedingungen, wie schnell und mit welchen gesellschaftlichen Implikationen findet er statt? Gibt es eben Trainings? Gibt es eben auch aus unserer Sicht, wir arbeiten ja an einer Grundlagenausbildung für Trainer im E-Sport, gerade für die Vereine, gerade für die pädagogische Betreuung, die wir jetzt im März dann auch abschließen werden und vorstellen werden und anfangen werden. Das ist eine ganz wichtige Sache, die durch die Gemeinnützigkeit dann am Ende auch gefördert wird, weil eben die Aktiven dort dann auch belohnt werden für ihr Engagement. Und dann noch eine Frage, auch an Sie. Wenn man jetzt E-Sport als Sport nicht anerkennen würde, mal dahingestellt, findet ja auch Sportrecht keine Anwendung. Wie stellen Sie dann die rechtlichen Rahmenbedingungen dar für den ganzen E-Sport-Bereich? Jetzt haben wir keine Zeit mehr für die Antwort. Das ist das. Na gut, 10 Sekunden. Also ich glaube, es läuft über die schon bestehenden rechtlichen Regelungen. Der Sport funktioniert ja vor allem im Rechtssystem über Privilegierungstatbestände. Und ich glaube, das entfällt dann eben. Es greift die rechtliche Regulierung für den ganz normalen Medienbereich, vor allem Jugendschutz etc. Gut, vielen Dank. Das Wort geht an die Fraktion Die Linke mit insgesamt 6 Minuten. Frau Kollegin Sitte, bitteschön. Ja, bitte, danke. Ich habe 2 Fragen geplant für die 6 Minuten, einmal an den ESPD und einmal an den DBS. Wir reden ja über lebensweltliche Veränderungen infolge der Digitalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft. Und da würde mich aus der Perspektive des ESPD interessieren, Stand und Situation beim Thema E-Sport in anderen Ländern. Können wir dort sozusagen von Ihnen auch Referenzen bekommen für die offizielle Anerkennung, für den Umgang mit der Popularität, insbesondere mit Blick auf die breitensportliche Entwicklung und den Umgang in diesen Ländern mit E-Sport? Sie selbst hatten das Stichwort Dänemark beispielsweise in der Stellungnahme genannt. Vielen Dank. Ich würde Herrn Pickert jetzt zuerst das Wort gerne geben. Ach so, okay, war nur die Ankündigung. Gut, Herr Jagno, dann darf ich Sie bitten, bei Ihrer Antwortlänge darauf zu achten, dass der Kollege Pickert auch noch Zeit zum Antworten hat. Bitte schön. Also wir haben weltweit eine sehr uneinheitliche Situation. Wir haben verschiedene Länder, die aber schon in der Anerkennung deutlich fortgeschritten sind, insbesondere im asiatischen Raum, wo schon seit fast 20 Jahren eine entsprechende Einpflegung in das staatliche Sport- und Kultursystem erfolgt ist. Aber wir haben zum Beispiel auch eine rechtliche Anerkennung als Sport in Russland.
Und in Dänemark haben sich zivilgesellschaftliche Strukturen rausgebildet, wo zum Beispiel auch, und das muss man ganz klar sagen, wo auch Shooter als ganz normaler Bestandteil der sportlichen Ausbildung in Schulen und im Bereich Sportaktivität gesehen werden. Dort haben wir tatsächlich eine Integration über vor allem den Gymnastikverband in Dänemark, der hier entsprechende Angebote auch für Kinder und Jugendliche aufgebaut hat, auch im Bereich Counter-Strike. Zuletzt hat der dänische Premierminister ein großes Counter-Strike-Turnier dort eröffnet. Wichtig ist, glaube ich, zu betonen, dass wir in Deutschland eben eine rechtlich sehr eigene Situation haben und dass wir hier eine Insellösung auf eine Insellösung zusteuern, gerade mit dieser Unterscheidung zwischen E-Gaming, ein Begriff, der in der Community und weltweit absolut keinen Platz hat, auch absolut keine gesellschaftliche Relevanz hat und auch komplett abgelehnt wird von den 4 Millionen Menschen, die sich eben für E-Sport begeistern. Diese Insellösung wirft uns gegebenenfalls auch zurück um Jahre zurück in der Entwicklung, die im internationalen Raum stattfindet. Da werden uns andere Länder deutlich überholen, athletisch wie auch von der Standortfrage her. Dankeschön. Frau Danke. Kollegin Sitte. Die zweite Frage, wie gesagt, an den DBS. Mir ist in der Stellungnahme aufgefallen, dass Sie bei der Verwendung des Begriffes E-Sport offenkundig am weitesten von allen gehen. Also da würde ich das am weitesten aufgefasst sehen. Insbesondere nehmen Sie ja auch auf Computerspiele, die nicht wettkampforientiert sind. Und wenn ich an den Eingangsfilm denke, dann würde mich die Motivation bzw. der Hintergrund noch mal interessieren, warum Sie das also ausdrücklich auch weiter fassen und mit welcher Perspektive für Ihren Verband und für die Sportlerinnen und Sportler. Dankeschön, Herr Pickert. Bitte schön. Besten Dank. Wir orientieren uns an der Stelle an Fragen der UN-Behindertenrechtskonvention und wie wir insgesamt bei uns im Verband mit der Thematik umgehen und eben die gesamte Bandbreite unseres Verbandes darstellen, vom Leistungssport bis hin wirklich klassisch zum Rehabilitationssport. Und dabei ist es halt wichtig, dass wir für unsere Mitglieder, für die Menschen, für die wir stehen, dass wir die Teilhabe ermöglichen können, und zwar die selbstbestimmte Teilhabe in der kompletten Breite, also in Fragen auch von Mobilität oder Ähnliches. Da sehen wir halt große Chancen, die in Fragen von E-Gaming, in Fragen von elektronischen Spielen, aber auch weiteren elektronischen Möglichkeiten vorhanden sind. Wie gesagt, angefangen von Bewegungsspiel, Sport, hin über einen Reha-Sport, wo ich mir durchaus vorstellen kann, es gibt inzwischen in Fragen von Alzheimer-Forschung Möglichkeiten, wie man Gehirnregionen wieder anregt durch gewisse Bewegungs- und Spielgeschichten. Hier kann möglicherweise der digitale Sport Unterstützung leisten, aber eben auch an der Stelle mit der entsprechenden, in unseren Strukturen und mit der entsprechenden Kontaktkompetenz unserer Übungsleiter als Ergänzung an der Stelle zu den vorhandenen Maßnahmen, wo wir entsprechend unterwegs sind. Und wie gesagt, wirklich in der Perspektive der Menschen mit Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, der Frage von Teilhabe in der kompletten Bandbreite. Dankeschön. Noch eine Nachfrage, Herr Dr. Hahn, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage. Sie haben, Herr Jagno, vorhin gesagt, wir machen, was die GEMA wollen, was die Spiele angeht, welche dort gespielt werden. Und für meine Bewertung einer möglichen Gemeinnützigkeit spielen die Werte auch eine Rolle. Spielen die bei Ihnen wirklich nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle? Und konkret gefragt, sind Sie bereit, bei offiziellen Wettkämpfen grundsätzlich auf Spiele zu verzichten, in denen auf virtuelle Menschen, menschenähnliche Figuren gezielt oder auch geschossen wird? Herr Jagner, bitte. Dürfte ich die Frage, gerade weil sie in Wettbewerbsrichtungen geht, an Herrn Reichert weitergeben? Ist das okay für Sie? Ja. Herr Reichert, bitte. Wertediskussion hat man, glaube ich, schon ein paar Mal heute, USK-Thema im Kern. Ich habe eine klare Frage gestellt. Sind Sie bereit, auf Spiele zu verzichten, generell bei allen Wettkämpfen, wo auf Menschen oder menschenähnliche Figuren virtuell gezielt und auch geschossen wird? Es gibt einen Teil unserer Veranstaltung, wo das so ist, ja. Es gibt einen Teil in anderen Ländern, in dem wir es wahrscheinlich nicht tun, weil am Ende des Tages der Konsumer dort entscheidet, das müssen, wo der Herr Jagner auch herkommt. Wenn ein Spiel dem Jugendschutz entspricht und dort gespielt wird und es genug Fans gibt, würden wir nicht als Verband, sondern als kommerzielles Unternehmen dort Turniere anbieten. Ja, das ist korrekt. Gut, vielen Dank.
Wir kommen zur Schlussrunde in der ersten Fragerunde. Bündnis 90 Die Grünen, 6 Minuten insgesamt. Frau Kollegin Lazar, bitte. Ja, vielen Dank an die bisherigen Ausführungen. Am Anfang ein kleiner Werbeblock, weil die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen ja die erste und bis jetzt einzige ist, die ihre Positionen schon in einem Antrag festgelegt hat. Und der ist auch nicht einfach so entstanden, sondern wir haben uns vorher auch mit den verschiedenen Akteuren, die auch heute hier mit am Tisch sitzen, zusammengesetzt und auch eine breite Diskussion innerhalb unserer Fraktion geführt. Der Hauptschwerpunkt liegt bei unseren Forderungen auch auf der Gemeinnützigkeit. Da jetzt schon sehr viele Fragen und Antworten dazu kamen, würde ich mich auf andere Themenbereiche fokussieren bei meinen Fragen. Erste Frage an Herrn Reichert. Der ganze Bereich Anti-Doping hat heute noch keine Rolle gespielt. Da würde mich interessieren, wie eben Dopingprävention bei Ihnen durchgeführt wird und ob Sie da auch mit den Akteuren wie NADA und WADA schon auch im Kontakt stehen. Das ist meine erste Frage. Zweite Frage an Herrn Pickhardt. Inklusion haben Sie ja auch schon erwähnt. Und da würde mich interessieren, mit wem Sie da eventuell jetzt schon kooperieren und wie aus Ihrer Position die Angebote von Hard- und Softwareherstellern sind, ob es da Wünsche gibt, die Sie diesen auch irgendwie übermitteln. Das würde mich interessieren. Die zwei Fragen erstmal und dann werden wir weitersehen. Dankeschön. Herr Pickhardt, Sie bitte. Wir haben uns, seit das Thema aufgekommen ist, natürlich diverse Veranstaltungen angeguckt. Es gibt in unseren Landesverbänden durchaus erste konkrete Zusammensetzungen oder Zusammenarbeiten. Ganz konkret weiß ich zum Beispiel vom BASNW, die im Rahmen der ReaCare, was ja die größte Messe in dem Bereich ist, wo es im Sportcenter einen Stand von Schalke 04 gab, wo Menschen mit Behinderung das Thema probieren konnten, ausprobieren konnten, wo Gespräche geführt worden sind und wo man jetzt weiter gucken muss, wo die Entwicklung weiter hingeht. Das muss die Zukunft zeigen an der Stelle. Wie gesagt, an der Stelle ist halt einfach wirklich wichtig, auch ein Stück weit Selbstbestimmung. Deswegen war uns wichtig, am Anfang den Film zu zeigen, das ist vielleicht ein Optimalzustand. Wir müssen halt für uns definieren, in welchen Strukturen passiert das und wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht und wo kann es eben unsere Strukturen unterstützen und unsere Strukturen nicht unterstützen. Zu Fragen von technischen Voraussetzungen wissen wir, dass es durchaus technische Geräte gibt. Wir nehmen wahr, dass es eine Reihe an Online-Foren gibt, wo innerhalb diskutiert wird, was es noch für neue Möglichkeiten gibt oder was es für Thematiken gibt. Aber es ist halt grundsätzlich wie im Behindertensport üblich. Man muss es natürlich auch immer ein Stück weit individuell anpassen, Prothesen schaffen, ähnliche Geschichten. Da muss man in Zukunft gucken, wie sich der Markt hinentwickelt. Es bleibt halt ein gewisses Restrisiko an solchen Fragen, so wie es im Schulsport oder Ähnliches ist, dass Kinder, Jugendliche mit Behinderung, dass Menschen mit Behinderung in Spielen nicht teilnehmen können, weil eben die technischen Voraussetzungen nicht geschaffen sind. Aber wie weit das im Detail ist, muss ich ehrlicherweise passen, dass ich nicht jedes Gerät kenne, um jetzt sagen zu können, es gibt wirklich für jede Behinderungsart alles. Und wir müssen natürlich auch gucken, wenn ich an das Thema geistige Entwicklung gucke. Wir haben ja zum Beispiel immer Thematiken, wie Menschen mit gerader geistiger Entwicklung auf gewisse Umstände reagieren, Fragen von epileptischen Anfällen. Also auch das ist etwas, was wir in Ruhe uns angucken müssen, wo es erste Ansätze, zum Beispiel mit der Sporthochschule in Köln, gibt, sowas zu klären und zu erforschen. Aber da sind wir erst am Anfang. Also das sind Herausforderungen für die Zukunft. Vielen Dank. Und Herr Reichert. Thema Doping. Interessanterweise werden wir von unseren Kernstakeholdern als Sport wahrgenommen. Heißt Fans, Spieler, Sponsoren und Medien. Das heißt, wir müssen uns auch dort allein aus externer Wahrnehmung, wie ein Sportverhalten heißt, es gab vor 4 Jahren die ersten, ich nenne es mal Gerüchte dazu, dass es Doping gab. Seitdem machen wir auf unseren großen Turnieren zufällige Dopingtests. Heißt, wir nehmen uns zufällige Athleten heraus. Die basieren auf einem ähnlichen System, wie es von der NADA-WADA war, mit dem wir vorher gesprochen. Wir lassen die nicht die Tests durchführen. Warum? Weil wir dann deren Doping-Listen übernehmen müssten, die dadurch, dass es ja primär ein digitaler Sport ist, ich sage jetzt mal Steroide, Muskelwachstum
und sonstige Dinge natürlich irgendwie keine Primärthemen sind und wir dort nach aktuellem Stand des Wissens, der Wissenschaft, mit dem wir zusammenarbeiten, auch mit reinen Salvia-Tests, also reinen, wie nennt es, Flüssigkeitstests ausreichen, wir keine Bluttests machen müssen. Wir sind als Veranstalter dort natürlich interessiert, dass der Sport als sauber wahrgenommen wird und wir, soweit es geht, sicherstellen können, dass er sauber ist. Und deswegen werden wir das Thema weiter sehr offensiv und aktiv angehen, eben weil es die Wahrnehmung als Sport da ist. Noch eine Nachfrage von Ihrer Seite? Dann würde ich dem Herrn Jagner noch die Frage zum Thema Geschlechtergerechtigkeit im E-Sport führen. Es ist ja doch ein sehr männlich geprägter Bereich. Was tun Sie dafür, um eben auch da eine Geschlechtergerechtigkeit Herr Jagner, hinzubekommen? Bitte, 30 Sekunden. Das ist jetzt, glaube ich, schwer für so ein umfangreiches Thema. Wir nehmen das als Problem wahr. Wir gehen das auch offensiv als Problem an. Es ist auch eine Frage der Strukturen, in der es stattfindet, in denen es den E-Sport stattfindet. Auch wir im Verband haben Herausforderungen mit Geschlechtergerechtigkeit. Ich verweise da einfach nur auf unser Präsidium, das komplett männlich besetzt ist. Und insgesamt haben wir auch im athletischen Bereich zum Beispiel eine deutliche Unterrepräsentation von Frauen. Gleichzeitig ist es nicht so, dass wir hier eine strikte Trennung vollziehen, sondern dass E-Sport grundsätzlich offen für alle Geschlechter, auch zwischen den Geschlechtern ist und das auch genutzt wird und wahrgenommen wird. Und wir wollen hier mehr Geschlechtergerechtigkeit fördern, indem wir vor allem Netzwerk- und Strukturangebote schaffen und die Vernetzung von Frauen im E-Sport fördern. Gut, vielen Dank. Wir sind am Ende der ersten kompletten Fragerunde und ich komme nahtlos zur zweiten Runde. CDU-CSU-Fraktion, 20 Minuten. Das Wort hat der Kollege Eberhard Ginger. Bitte sehr. Schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte eine Frage stellen an die Frau Professor Burggräfe. Und zwar hatten Sie ja eingangs in Ihrem Statement sich sehr apodiktisch gegen eine Aufnahme von E-Sport ausgesprochen, haben das auch entsprechend begründet. Jetzt gibt es allerdings im Sport auch einige Sportarten, die ist ja heute auch schon mal aufgeführt worden, wo jetzt die Bewegung nicht so physisch in großem Maße stattfindet. Also ich denke jetzt mal an Schach oder vielleicht auch Schießen. Könnten Sie da vielleicht diese Abgrenzung zu Ihren Thesen da vielleicht uns gegenüber ausführen? Würden Sie dann auch sagen, diese Schach ist ein Sündenfall im Sport oder sollte man das weiter als Sportart betrachten? Ja, ich denke, im Hinblick auf Schach wurde das schon etliche Male thematisiert. Schach ist ganz klar kein Sport, ist ein historischer Sonderfall, der, glaube ich, als Gründungsmitglied des DSB damals aufgenommen wurde unter das Dach des organisierten Sports. Zur Frage der Abgrenzung. Ich habe versucht herauszustellen, dass man die Frage, ist es Sport oder nicht Sport, nur auf einer kommunikativen Ebene erklären kann. Also wenn Sie die Diskussion in der Sportwissenschaft betrachten, wird ja häufig versucht, anhand von Kriterien zu definieren, ob etwas Sport ist oder nicht. Also die Kriterien, die dort genannt werden, sind beispielsweise, es gibt koordinative Anforderungen, es gibt Wettkämpfe, wenn man trainiert, wird man besser. Wenn Sie solche Kriterien anlegen, dann wird es nahezu beliebig, weil Sie viele körperliche Aktivitäten dann subsumieren könnten mit diesem Kriterienkatalog als Sport. Nehmen Sie das Musikbeispiel, was ich gebracht habe. Es gibt einen Wettbewerb Jugend musiziert, wo Sie genau die gleichen Kriterien anlegen würden. Das heißt, die zentrale Differenz, die ich aufmache in dieser soziologischen Perspektive, ist, wie beobachten wir eigentlich Sport? Und für alle Sportarten, auch für Schießen und für Motorsport, wobei Motorsport hätte ich eventuell auch eine andere Entscheidung getroffen, Ende der 90er Jahre, hätte man anders diskutieren können. Aber die Abgrenzung ist ganz klar. Ich beobachte diese Sportarten über die Kommunikation der körperlichen Leistung. Ja? Deswegen habe ich auch ein bisschen, hatte sich vielleicht abfällig gesagt, Mausklicken oder Tastatur drücken. Sie können das nicht bezeichnen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten E-Sport allein über die motorische Aktivität beobachten. Wäre sehr langweilig. Ja? Sie können das sinnhaft erst beobachten, wenn Sie das virtuelle Spiel geschehen sind. Das ist für mich die entscheidende Grenzziehung. Und dann kommt es gar nicht darauf an, wie groß der Umfang der Motorik ist, ob das anstrengend ist, ob man schwitzt oder nicht. Vielleicht macht jemand Schießen. Das heißt, er kommuniziert eine Leistung. Sie sehen das. In dem Fall ist es ja eher eine Halteleistung, die verbracht wird, ohne große motorische Umfänge. Aber Sie können das sinnhaft beobachten. Warum macht er das? Er kommuniziert, was er mit seinem Körper anstellen kann. Genauso ist es beim Motorsport. Wenn Sie Motorradrennen beobachten, können Sie das ganz klar sehen. Und das können Sie abgrenzen. Genau diese Beobachtung der körperlichen Leistung haben Sie beim E-Sport nicht.
Dann möchte ich noch eine Frage stellen an Veronika Rücker bzw. Herrn Jagno. Ich hatte ja bei den Eingangsstatements gesagt, es gibt ja irgendwo zwischen den beiden Bereichen durchaus schon Schnittstellen. Und jetzt habe ich das so richtig verstanden, dass der Deutsche Olympische Sportbund nicht abgeneigt ist, E-Sport dann auch aufzunehmen als Sportart, solange es den Kriterien, also dieser Abgrenzung zum E-Gaming dann, insofern das dann zusammenkommt, zum einen und zum anderen dann an Herrn Jagno. Ich war ja gestern bei Ihrer Veranstaltung in Schleswig-Holstein mit dabei. Da hatten Sie gesagt, dass es jeden Tag 2000 Spiele gibt, die neu entwickelt ist. Die Zahl erscheint mir zwar etwas hoch, aber das habe ich so verstanden. Und wenn jetzt E-Sport oder E-Sport und E-Gaming oder Ihr Verband in den Deutschen Olympischen Sportbund aufgenommen werden soll, dann müssen Sie sich doch dann mit den Wettkampfspielen einschränken. Und die Frage ist, wäre denn dieses Angebot, das von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes gemacht wird, mit den Sportspielen im DOSB Mitglied zu werden, wäre das dann nicht ein optimales Angebot für Sie, wenn Sie ohnehin sich einschränken müssen, dass Sie das auf die sportrelevanten Spiele reduzieren? Und wäre das nicht eine wunderbare Lösung, wo Sie beide zusammenkämen? Frau Rücker, die Frage ging an Sie. Denk noch. Also Eberhard, um auch nochmal bei der Begrifflichkeit, ich weiß, dass es nicht populär ist und ich weiß, dass wir ihn auch nicht wegbekommen, den Begriff, aber ich will dabei bleiben, E-Sport nehmen wir nicht auf im DOSB. Wir würden uns mit einer Fragestellung von virtuellen Sportarten nochmal neu auseinandersetzen. Sollte es einen Multisportverband für virtuelle Sportarten geben, der wirklich nur das im Kern hat, müssten wir neu überlegen. Aber nochmal, in allererster Linie sehen wir das in unseren bestehenden Strukturen als gute Option der Weiterentwicklung. Und das muss man ja auch nochmal sagen, ein FIFA-Angebot aufzunehmen, ist ja lediglich eine Frage eines Publishers, der das anbietet, aber das können letztendlich unsere Verbände in gleichem Maße. Also da sind ja auch unsere Verbände in der Lage zu, Angebote für diese virtuellen Sportarten zu schaffen. Insofern sehen wir nicht die Notwendigkeit, eigenständige Strukturen dafür zu schaffen. Ich möchte nochmal dabei bleiben und dafür nochmal appellieren. Das sehen wir nicht als notwendig an. Vielen Dank. Jetzt kommt erst noch Herr Kollege Steiniger, Herr Jagno zur Antwort. Aber Herr Kollege Steiniger kommt direkt danach zu seiner Frage. Ich probiere es auch kurz zu halten. Grundsätzlich, ich finde ja ganz interessant jetzt diese Öffnung zum Thema Multisportverband. Da steht ja gerade noch in der Positionierung drin, dass es keinen Raum sozusagen für einen eigenen E-Sport-Verband gerade im DOSB gibt, egal unter welcher Voraussetzung. Aber die Position des DOSB verändert sich da ja auch im Wochentakt. Insofern müsste man das, glaube ich, da nochmal vor dem Hintergrund betrachten. Wichtig ist aber, glaube ich, die Erkenntnis, dass der DOSB gerade mit der Aufteilung dieser in virtuelle Sportarten oder elektronische Sportartsimulation, wie er es nennt, und E-Gaming ja vor allem tatsächlich seine eigenen Mitgliedsverbände stützt, insbesondere die Teamsportarten, die eben auch deutlich wirtschaftlich von den Spielen profitieren, die dort eben ins Zentrum gerückt werden über Lizenzgebühren etc. Das sind natürlich auch nachvollziehbare Gründe, warum man sich in diese Burgposition hineinbegibt. Die Thematik 2000 Spiele pro Tag, ja tatsächlich, wir haben eine Vielzahl im gesamten Gaming-Bereich, allein im Bereich Mobile Gaming etc., also was wir über Smartphones spielen können. Wir haben eine unglaubliche Vielzahl von Spielen, die jeden Tag veröffentlicht werden. Dort aber immer in der Eingrenzung, es gibt eben unglaublich viele Spiele, wie ich es im Eingangsstatement gesagt habe, das ist Gaming. Und es gibt eben E-Sport als bestimmte Spiele, die den Anforderungen an die sportliche Leistungsermittlung sozusagen genügen. Und das ist nochmal der große Unterschied. Und der Unterschied auch zwischen
eine Einschränkung auf Sportspielen. Also unsere Einschränkung ist unsere Definition, nämlich das, was allen E-Sport-Titeln, die so von der Community auch als E-Sport-Titel gehalten werden, gemein ist. Wir können da gerne noch mal tiefer eingehen. Ich will die jetzt aber nicht noch mal auf Zeitgründen vortragen. Der wichtige Unterschied ist, wir sehen E-Sport tatsächlich als eigene Sportart an und sagen, es gibt eben eine über alle Spiele hinweg immer wiederkehrende Form der Leistungsbestimmung und der Leistungserbringung durch E-Sportlerinnen und E-Sportler. Die umfasst auch Sportspiele, aber Sportspiele alleine wäre eine Reduzierung auf den Inhalt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hier sich nochmal vor Augen zu halten, anders als der DOSB, anders als auch viel in den Medien kompetiert. Gucken wir uns die Spielerinnen und Spieler an, die vor dem Gerät sitzen, die Athletinnen und Athleten, die davor ihre Leistung abbringen und gucken nicht auf die Darstellung, die am Ende auf dem Bildschirm ist. Das ist der Unterschied. Wir gucken uns nicht an, was wird dargestellt und sieht das so ein bisschen aus wie Sport, sondern wir gucken uns an, was machen die Menschen davor. Und das ist für uns die Sportart, die E-Sport definiert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, den wir hier auch sehen müssen. Herr Kollege Steiniger, bitte schön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Fragen an den E-Sports-Verband, und zwar am Ende des Tages vielleicht relativ einfach auf den Punkt gebracht, müssen wir überhaupt was im Gemeinnützigkeitsrecht ändern? Weil wenn man sich anschaut, dass der Leipziger E-Sports-Verband ja die Gemeinnützigkeit bekommen hat über den Satzungszweck Kinder- und Jugendhilfe, wäre das sozusagen nicht eigentlich etwas, was dann auch Ihre Vereine dann an der Stelle anstreben könnten? Wobei der Zwischenruf dann Richtung DSB erlaubt sei, dann würden natürlich Ihre Vereine dann ein Stück weit in die Röhre schauen, die dann eine E-Sports-Abteilung aufbauen wollten. Also Kinder- und Jugendhilfe, Satzungszweck. Dann zweite Frage. Es wurde ja eben wieder dieses Beispiel genannt. Also wenn man jetzt E-Sports irgendwie auch noch anerkennt, dann wird ja der Sportbegriff ganz willkürlich und Jugend musiziert sei ja dann vielleicht irgendwie auch ein Sportwettbewerb, dass Sie vielleicht da mal auf dieses Thema ein bisschen genauer eingehen können, wie Sie das aus Ihrer Sicht beurteilen. Gerne, vielen Dank. Das Thema Gemeinnützigkeitsrecht über die Jugendhilfe, ja, das ist tatsächlich gerade so eine kleine Hilfestellung, die sich aber aus unserer Sicht nicht als praktikabel erweisen wird, weil E-Sport eben keine Kinder- und Jugendbewegung ist, sondern sie ist eine gesellschaftlich übergreifende Bewegung. Wir haben einen Mitgliedsverein, der hat seinen Altersschnitt bei 26,5 Jahren. Sobald dieser Altersschnitt über 27 geht, fliegt er aus dem Jugendhilferecht heraus. Das ist auch die gleiche Problematik, die Sportvereine jetzt haben, weil sie, wenn wir E-Sport eben nicht als Sport betrachten, wenn wir das nicht unter den Sportbegriff subsumieren, haben wir die Herausforderung, dass ganz, ganz viele Sportvereine aus dieser Systematik herausgehen, weil sie eine Satzungszweckänderung dort auch beschließen müssten. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass Sportvereine und Vereine im Allgemeinen sehr, gerade im Bereich Satzungszweck, sehr, sehr vorsichtig vorgehen und dass eine hohe Hürde ist, hier auch nochmal nachzuarbeiten, auch von den rechtlichen Regelungen her. Deswegen haben wir die Gefahr, und das hat das Finanzamt Nord auch gegenüber dem Hamburger Sportbund bestätigt, dass hier Sportvereine, die jetzt schon im E-Sport aktiv sind, der Verlust der Gemeinnützigkeit droht. Und das ist eine ganz, 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 ganz besorgniserregende Entwicklung. Und das ist vielleicht auch das, was man zu dem, was Sie, Frau Dassler, vorhin gesagt haben, noch mal ergänzen kann, beziehungsweise was ich auf Ihre Frage noch mal da gesagt habe, ergänzen kann. Die Sportvereine, die mit E-Sport jetzt hier auch eine neue Zielgruppe erreichen wollen, sich selbst ein neues Profil geben wollen, auch in der Digitalisierung mit E-Sport sich positionieren wollen, die kriegen hier ein ganz, ganz großes Problem, gerade durch die sehr uneinheitliche Positionierung des DOSB und dieser Aufsplittung in verschiedene Bereiche und die Nichtanerkennung als Sport aus Sicht des DOSB. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal ran, weil wir ansonsten hier an der Vereinsbasis wirklich ein Problem haben. Zum Thema Jugend musiziert ist es ja so, dass wir, und Frau Borggräfe, Sie gucken ja aus einem soziologischen Bereich darauf, dass wir, und Sie haben vorhin sehr gut das Beispiel gebracht, es ist ein Unterschied, ob ich jogge oder zum Bus renne. Wenn ich mir die Kommunikation der Bewegung anschaue und den Bus am Ende und die Bushaltestelle und mein Haus sozusagen rausnehme, dann sehe ich da keinen großen Unterschied, ob ich jogge oder zum Bus renne. Aber die Intention dessen, der die Sportart ausübt, das ist das Entscheidende und das ist auch der zentrale Unterschied zu Jugend musiziert.
die Menschen verstehen sich als Athleten, die verstehen sich als Sportler. Und das ist der, das ist das, was von der soziologischen Perspektive her auch den Sportbegriff prägen kann, nämlich wie versteht sich die Gruppe der Handelnden, der Akteure. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, hier auch nochmal sich vor Augen zu führen. Herr Steiniger, sind Sie einverstanden, dass ich Frau Rücker noch mal kurz das Wort gebe? Bitte schön. Ja, jetzt muss ich tatsächlich an einer Stelle mal einschreiten, weil schon nach unserer Positionierung, als wir die rausgegeben haben, die ja aus unserer Perspektive den Umgang mit diesem Phänomen erläutert, haben wir eine sehr aggressive Reaktion, nicht nur des ESPD, sondern der gesamten Szene wahrgenommen. Und an ein, zwei Stellen jetzt kommt es wieder raus, und da wüsste ich jetzt tatsächlich gerne mal, wodurch diese Vorwürfe begründet sind. Sie werfen uns zum einen vor, eine uneinheitliche Positionierung zu haben, die ich tatsächlich nicht erkennen kann. Zum zweiten sagen Sie, dass wir unsere Position permanent verändern. Wir vertreten seit Ende Oktober jetzt auch noch im Zusammenklang oder im Einklang mit all unseren Mitgliedsorganisationen eine einheitliche Position. Da kann ich nicht erkennen, wo wir irgendwie schwanken oder wo wir nicht diese einheitliche Position auch nach außen vertreten. Insofern würde mich das sehr interessieren, woran Sie das festmachen. Gut, jetzt kommen wir in eine Art Zwiegespräch. Herr Steiniger, dann Sie können jederzeit gerne moderieren. Dann würde ich die Frage stellen, wie Herr Jagnow die eben von Frau Rücker aufgeworfenen Fragen beurteilen würde. Das nennt man echt einen Teamplayer. Ich könnte es jetzt kurz machen und sagen, ich beurteile Sie als angemessen und als tatsächlich auch begründet, die Frage zu stellen. Aber ich möchte Sie auch gerne beantworten. Die uneinheitliche Positionierung sehe ich zum Beispiel ganz klar in dem Thema Gemeinnützigkeit. Sie haben in der ersten Vorstandspositionierung, Vorstand- und Präsidiumspositionierung gesagt, Sie sehen keine und Sie lehnen die Gemeinnützigkeit für E-Sport ab, und zwar im Gesamten. Das hat sich mit der Mitgliederversammlung dann tatsächlich noch mal verändert und dort tatsächlich auch noch mal verändert hinzu, Sie wollen die Gemeinnützigkeit für virtuelle Sportartsimulation, die sehen Sie, alle anderen Gemeinnützigkeiten lehnen Sie weiterhin ab. Ich würde auch den Damen und Herren Abgeordneten noch mal empfehlen, das überschreitet ja auch die Kompetenzen, die Sie für sich in Anspruch nehmen. Wir reden ja hier nicht über die Gemeinnützigkeit als Sport, also die Nummer 21, sondern Sie lehnen jedwede Gemeinnützigkeit ab. Auch das ist, glaube ich, noch mal in der Positionierung zu sehen, dass da wir einfach eine sehr starke Positionierung gegen E-Sport haben. Ich finde das auch nochmal ganz interessant vor dem Hintergrund, dass auch auf der DOSB-Mitgliederversammlung, ich glaube von Dr. Rainer Koch kam der Wortbeitrag, hier nochmal gesagt wurde, also eigentlich finden wir diesen E-Gaming-Begriff auch doof. Wir wollen E-Sport, aber wir wollen E-Sport begrenzen und wir wollen E-Sport ganz klar so gefasst wissen, dass hier verschiedene Teile aus dem E-Sport rausgelöst werden. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Abgrenzung zu dem, was in der Mitgliedschaft dort beschlossen wurde. Herr Steiniger, sind Sie einverstanden, dass Frau Rücker noch mal eine Frage, die Sie gerne stellen würden, beantwortet? Also ich glaube, es ist von unser aller Interesse durchaus auch die Reaktion in dieser Frage auf das DOSB zu hören. Genau. Aber ich würde dann auch vorschlagen, dass wir jetzt nicht hier in ein Zwiegespräch Wir haben geraten, nur noch 4 Minuten. Die Gefahr begrenzt sich von selbst. Dies dann auch oft. Gut, Frau Rücker, bitte. Also ich mache es ganz kurz. Es ist für mich überhaupt keine andere Positionierung, sondern lediglich eine Schärfung nochmal, dass wir sagen, die Gemeinnützigkeit für E-Gaming in Gänze lehnen wir ab und für das, was Sie eben unter dem Begriff E-Sport fassen. Wir sehen aber sehr wohl, dass wir eben das, was unter virtuellen Sportarten innerhalb unserer Verbände und Vereine aufgegriffen wird, dass das ebenfalls wie unser jetziges Angebot praktisch die Gemeinnützigkeit erhalten soll. Herzlichen Dank. Noch Fragen von Seiten der Union? Ebert Ginger, bitte. Ja, ich habe noch meine Frage, und zwar an den Herrn Reichert. Sie hatten eingangs in Ihren Worten von der Stigmatisierung des E-Sports gesprochen. Und da wüsste ich gerne, wie Sie das gemeint haben. Herr Reichert, bitte. Ja, gerne. Also zieht sich ein bisschen auch durch die Diskussion, ist so die Trennung in gute und böse Spiele, ist in Trennung in Spiele, die eine Tötungsabsicht haben. Es sind Videospiele, es geht um Pixel. Es fehlt mir, glaube ich, an vieler Stelle ein bisschen daran, dass Menschen selber was mal gespielt haben, weil es eine andere Eigenwahrnehmung ist, wenn man in einem Computerspiel
mit einer digitalen Pistole auf eine digitale Figur schießt, ist nun mal ein anderes Erlebnis, als wenn man eine Waffe in die Hand nimmt und damit auf jemanden zielt. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge. Da darf jeder seine eigene Beurteilung zu haben. Was ich aber dort schärfen möchte mit jedem, der in diesem Raum hier ist, dass er das mal selber ausprobiert hat und es nicht aus der Ferne beurteilt. Das haben mit Sicherheit auch viele Leute getan, aber viele mit Sicherheit auch nicht. Das hört man ein bisschen an den Kommentaren und wie mit dem ganzen Thema umgegangen wird. Und für mich ist in dem Zusammenhang auch noch wichtig, dass wir scheren dann ja über die ganzen Jugendlichen. Alle, die Fortnite spielen, sind ja nach einigen Aussagen heute hier böse Menschen. Ich überspitze jetzt absichtlich ein bisschen. Von diesen bösen Menschen gibt es 200 Millionen auf der Welt, wahrscheinlich ein paar Millionen in Deutschland. Und da fängt es halt mit Stigmatisierung an, da fängt es mit Pauschalisierung an und da tue ich mich halt immer sehr, sehr schwer mit, weil ich in meiner Jugend auch da durchgegangen bin. Ich in meiner Jugend auch mich von der Elterngeneration nicht verstanden habe, die etwas beurteilt hat, was sie im Zweifel vielleicht nicht genug kannte bzw. genug Zeit mit verbracht hat. Und deswegen bin ich da so sehr auf der anderen Seite, wenn es um die Wertediskussion geht, insbesondere auch nochmal, was der Jagno gesagt hat, Boxen ist für mich halt brutaler in meiner subjektiven Wahrnehmung, als jedes Computerspiel jemals sein kann. Auch in der Theorie. Aber ne, hat jeder seine eigene Meinung zu, ist ja auch ne, okay, aber das ist mein Punkt mit Stigmatisierung. Gut, vielen Dank. Gibt es Herr Steiniger, bitte. Vielleicht abschließend eine Frage an Herrn Professor Wendeborn. Auch in Ihrer Stellungnahme ist ja zu sehen, dass Sie durchaus auch eine Art Kategorisierung irgendwie vornehmen zwischen auf der einen Seite Spielen, wo halt ja, ein Stück weit Gewalt im Vordergrund steht, wie jetzt bei den Shootern, aber auf der anderen Seite durchaus auch Strategiespiele, die ja dann auch, wenn man sich die USK-Freigabe anschaut, dann USK 12 sind. Was würden Sie uns denn raten, wenn es ans Gemeinnützigkeitsrecht geht? Würden Sie solche Spiele damit reinnehmen oder würden Sie vielleicht eher so einer Kategorisierung folgen, wie sie der DOSB vorschlägt? Herr Dr. Wendeborn, bitte. Also im rechtlichen Raum würde man wahrscheinlich sagen, es kommt immer drauf an. Und gerade bei dem Thema Gemeinnützigkeit kann ich nur auf einen Beitrag von meinem Kollegen Hendrik Pusch verweisen, der sich mit dem Thema gerade intensiv auseinandergesetzt hat, Landessportbund Sachsen. Der dazu gerade in der Zeitschrift für Recht in Non-Profit-Organisationen einen Beitrag geschrieben hat, der da sehr, sehr stark die Sache aufhält. Zu Ihrer Frage würde ich sagen, dass man wirklich differenziert schauen muss und dass man sich natürlich an der Differenzierung des DOSB orientieren kann, aber letztlich dann diese Themen kontextualisieren muss und im spezifischen Setting, zum Beispiel Schule, schauen muss, welche Spiele dort dann dabei sein dürfen, können und welche nicht. Pauschal kann man diese Frage nicht beantworten. Herzlichen Dank. Damit sind die 20 Minuten der Unionsfraktion rum. Wir kommen zur AfD-Fraktion. Herr Kollege König, insgesamt 8 Minuten. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, aus unserer Sicht ist deutlich geworden, Sie sind ein Unternehmerverband einer neuen, sehr erfolgreichen Wirtschaftsbranche. Und Herr Reichert, Herr Jagno, dazu herzlichen Glückwunsch und weiterhin, ehrlich gesagt, viel Erfolg. Wir sehen halt nur, dass es dafür eben halt keine Steuergelder geben sollte oder Vergünstigungen. Und nun sind ja schon 50 Millionen Euro Förderung rausgekehrt worden. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, das ist, ehrlich gesagt, ein riesiger Betrag für einen neuen Bereich. Vor allem im Vergleich zu den 170 Millionen, die der Spitzensport bundesweit im Jahr 2017 noch als Förderung bekommen hat. Das nur mal als Eingangsstatement. Wir haben allerdings noch eine Frage oder Fragen an Frau Rücker. Und zwar in Bezug auf die Stellungnahme oder auf die Position, die Frau Borggräfe gezogen hat. Frau Borggräfe hat gesagt, der DOSB hat eine künstliche Grenze gezogen, einzig um die Aufnahme von virtuellen Sportarten unter dem Dach des DOSB zu ermöglichen. Und sie hat, also die Frau Borggräfe hat uns auch kritisiert, die Politik und den DOSB, dass man wir die Politik um junge Wähler einfach buhlen, was ich durchaus sehe hier teilweise, und beim DOSB, dass sie um junge Mitglieder einfach buhlen. Mit dieser, man könnte es sagen, Schlingerkurs, ne? Und ob man sich damit zum Legitimationsbeschaffer für die größten Teil kommerziell ausgerichteten E-Sport-Organisationen macht. Also wie stehen Sie zu diesen Kritikpunkten? Frau Rücker, bitte. Also ich würde sagen, wenn es uns um Mitgliedergewinnung und
Mitgliederbindung ginge, dann wären wir gut damit beraten, E-Sport in Gänze aufzunehmen. Und genau das tun wir nicht. Es geht uns nicht um die große Zahl in diesem Segment, sondern es geht uns darum, den Kern des Sports und dessen, was den Sport und die Sportvereine für uns so besonders macht, zu halten. Und wir sehen eben tatsächlich in den virtuellen Sportarten, das muss man eben auch nochmal sagen, in den Abgrenzungen, die da drin liegen, viele sehr gute Anknüpfungspunkte. Und nochmal, ich bleibe bei dem Beispiel der Golfsimulation. Ich glaube, keiner würde hinterfragen, dass das, was in einem Golfsimulator passiert, tatsächlich Sport ist. Nur derjenige geht nicht über den Platz, sondern der spielt eben virtuell. Das heißt, die Abgrenzung dessen, was da passiert, zu unserem normalen Sporttreiben ist, glaube ich, so eng, dass wir glauben, dass eben in den Facetten, die das virtuelle Sporttreiben für uns bietet, eben sehr, sehr gute Anknüpfungsmöglichkeiten im analogen Bereich sind. Und deswegen nochmal, haben wir die Grenze nicht künstlich getroffen, um Mitglieder zu gewinnen darüber, sondern tatsächlich, weil wir damit eine Öffnung auch sehen, im Bereich der Digitalisierung eben auch Potenziale für unsere Vereine und Verbände zu ziehen. Dankeschön. Gibt es noch Nachfragen von Ihrer Seite? Herr König, bitte. Dazu nochmal ein Statement auch. Wir begrüßen die Möglichkeiten, die sich öffnen, war das Stichwort, die sich auch für den Behindertensport ergeben durch die neuen technischen Möglichkeiten und sehen das, ich sag mal, dort deutlich positiver als vielleicht im, ich nenne es jetzt mal, normalen Bereich. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Jagno und Herrn Reichert. Aus unserer Sicht handelt es sich beim größten Teil der Spiele um urheberrechtlich geschützte Sachen. Teilweise gibt es Monopolsituationen. Steht das nicht irgendwie der Verbreitung und der Universalität, freiem Zugang und so weiter im Wege? Also Sie sagten vorhin, die Community könnte sich die Regeln selber machen. Wir sehen das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also eigentlich, wie gesagt, die Spielehersteller machen die Regeln. Ja. Was meinen Sie mit Monopolisierung? Oder habe ich es richtig verstanden? Moment, wir müssen jetzt erstmal sortieren. Ging an beide die Frage? Ja. Herr Reichert, dann fangen Sie mal an. Ganz kurz noch zur Präzision. Was meinen Sie mit Monopolisierung? Ja, also wenn es um ein Spiel geht, was man vergleichen könnte mit einer Sportart, dann gibt es immer nur einen Hersteller, der das Spiel sozusagen anbietet. Ja. Verstanden. Also vielleicht ein Mini-Exkurs. Diese 50 Millionen, von denen Sie gesprochen haben, die stehen leider nicht für den E-Sports zur Verfügung. Die sind für die gesamte Games-Industrie, wovon E-Sports ein ganz kleiner Teil ist, also Äpfel und Birnen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Freut uns aber sehr, mich, dass das gemacht wird und Zukunftsinvestitionen in Deutschland stattfinden. Thema Nummer zwei, Monopolisierung. Also hatten wir ja auch heute schon, ist ganz klar, dass E-Sport, weil es auf Gaming basiert, wo wir gerade darüber sprechen, es immer einen zusätzlichen Stakeholder gibt, dem der Sport gehört. Das ist nicht ganz neu, das gibt es im klassischen Sport auch, in ausgewählten Sportarten, hat der Jagdneu ja auch ein bisschen dargestellt. Aber in der Breite ist es so tatsächlich, dass es ein Unterschied ist. Deswegen heißt es ja auch E-Sport. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben ja eine Diskussion, ist E-Sport Sport? Es wird immer etwas bisschen anderes sein. Und da sind Frau Rütter und wir uns ja auch sehr, Frau Rücker und Sie, wir sind ja sehr einig. Es ist die Frage, wie man zusammenarbeitet, ob man es ganz eng und ein bisschen weiter hat. Aber es wird immer ein paar grundsätzliche Unterschiede geben. Was den Zugang angeht, den Sie angesprochen haben, am Ende des Tages ist der Erfolg, der einen Sport groß macht, genauso wie Frau Rücker nicht Fußball groß gemacht hat in Deutschland, sondern dass im Endeffekt wir als Bürger waren, die zuschauen und mitgespielt haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aussage, die Herr Jagd noch treffen wollte, zu sagen, am Ende sind es die Spieler, die ein Spiel groß machen. Aber es ist richtig, was Sie sagen, dass der Spielehersteller dort eine sehr kräftige Hand mit im Spiel hat und der das Spiel theoretisch morgen zumachen kann. Das wird so bleiben, das wird sich nicht ändern lassen. Es gibt einen zusätzlichen Punkt aber noch, und das ist der Zugang. Der Zugang in der neuesten Spielegeneration, das ist eine Änderung im Geschäftsmodell, ist eigentlich, dass die Spiele umsonst sind. Das heißt, gerade unter dem Inklusivfaktor, wie ist der Zugang für mich als Consumer zu dem Spiel, ist deutlich günstiger geworden, deutlich einfacher geworden und deutlich besser auch als in vielen klassischen Sportarten, wo ich mir im Zweifel erstmal eine Eishockey-Ausrüstung kaufen muss. Dafür muss ich relativ häufig etwas nachkaufen. Ne? Nö, müssen Sie nicht, können Sie. Ja, kann man. Nein, also ganz, es ist ganz wichtig, sehr wichtig. Es gibt Spiele, die sind free to play und es gibt Spiele, die sind pay to win. Es gibt Spiele, bei denen muss ich kaufen. Wir nennen es dann pay to compete. Ein bisschen wie Formel 1. Ohne gutes Auto kann ich mitfahren. Es gibt aber sehr viele Spiele, wo es rein kosmetisch ist. Und ich bin jetzt ja nicht der Verteidiger der Spieleindustrie, ist ja gar nicht mein Job hier. Aber ein Fortnite als Beispiel, ein League of Legends, ein Dota hat keinen Einfluss, egal wie viel Geld ich ausgebe, habe ich keinen Wettbewerbsvorteil. Sehr wichtig zu wissen und zu verstehen.
Herr Jagno, bitte. Vielleicht nochmal zum Thema Monopolisierung. Also die Monopolisierung, die Sie vielleicht sehen, die existiert tatsächlich so nicht. Wir haben verschiedene Spiele für zum Beispiel eine Referenzsportart, sei es jetzt FIFA oder Pro Evolution Soccer. Tatsächlich auch die Zugänglichkeit, gerade in Sportspielen ist die Zugänglichkeit zu hoch, weil die Produktionskosten durch die enormen Lizenzgebühren, die an den Sport zurückfließen, so hoch sind. Also auch das da muss man sich davon nochmal irgendwie vor Augen führen, dass insbesondere sportartbezogener E-Sport eine besonders hohe Zugänglichkeitshürde hat durch die teuren Produkte, die geschaffen werden. Und Herr Reichert hatte ja gerade schon mal gesagt, die 50 Millionen, die zur Verfügung stehen, die sorgen für eine Spieleentwicklung in Deutschland. Das ist, glaube ich, ganz interessant, insofern, dass es vielleicht irgendwann auch E-Sport-Spiele made in Germany gibt. Die Spiele, die jetzt gespielt werden, sind größtenteils international produziert. Insofern eine ganz interessante Entwicklung, hat aber mit dem E-Sport an sich erstmal nichts zu tun. Wenn wir hier über gesetzliche Privilegierung reden, reden wir ja über antragsberechtigte Organisationen. Das sind in der Regel eingetragene Vereine, Breitensportorganisierung, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler und keine Wirtschaftsträger. Förderung ist da auch gar nicht das Thema gerade. Und ich glaube, das hatte ich auch mehrmals mit Frau Rücker schon besprochen. Wir reden hier gar nicht über Förderung, sondern wir reden über eine rechtliche Gleichstellung. Ich kann mich erinnern, da haben wir letztes Jahr noch an der FU Berlin drüber geredet. Förderung vielmehr sollte aus unserer Sicht in Richtung der Wissenschaft. Darf ich Sie bitten, ja, so ein bisschen auf die Uhr zu schauen? Gerne. Ihre Antwort? Dann bringe ich den Satz auch zu Ende. In Richtung Wunderbar. Der Wissenschaft, wo sich gerade ziemlich viele Projekte in der Wissenschaftscommunity bilden, an der Sporthochschule Köln, an der Universität Augsburg, wo sich eine Forschungsstelle für E-Sport-Recht gebildet hat und weitere Projekte, um diesen Bereich auch weiter und präziser analysieren zu können und sich dort auch wissenschaftlich entwickeln lassen zu können. Da sollte eine Förderdiskussion hingehen und nicht die Frage, ob wir hier Spiele fördern oder nicht. Gut, vielen Dank. Wir kommen zur SPD-Fraktion mit insgesamt 13 Minuten. Herr Kollege Pilger, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es gibt ja unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie diese Spiele auf Kinder einwirken, psychologischer Art, pädagogischer Art. Das kann man unterschiedlich betrachten. Ich kann mich an meine Kinder erinnern. Wir haben Indianer und Cowboy gespielt und ich habe keinen Schaden davon getragen. Aber der Unterschied ist halt, es war auch keine Sportart, sondern es war ein Spiel. Frau Professor Dr. Borg-Grefe, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat der E-Sport generell keine Chance, als Sport anerkannt zu werden, weil Sie undifferenziert von den Spielen her sagen, nein, es ist im Prinzip keine Sportart und damit kann auch keine Gemeinnützigkeit im Prinzip angestrebt werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Es gab ja die Variante mit E-Sport Light. Die andere Frage an Veronika Rüger. Der Petitionsausschuss hat Ende letzten Jahres für die Anerkennung des E-Sports als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsstrukturen sich ausgesprochen. Darüber hinaus eine Öffnung der Sportförderungsprogramme von Bundeswehr, Bundespolizei und Zoll für den E-Sport empfohlen. Wie nehmen Sie die teilweise positiven Signale der Politik für den E-Sports in den Reihen des DOSB bzw. der anderen Sportverbände wahr? Frage an Herrn Pickard. Das war ja eben ein eindrucksvoller Trailer, den Sie gezeigt haben. Die Kinder, in dem Fall mit einer Behinderung, haben in Gemeinschaft gespielt. Könnten Sie sich vorstellen, dass der E-Sport ein ergänzendes Angebot ist für Menschen mit und ohne Behinderung im Sport tätig zu sein? Frage an Herrn Professor Dr. Thomas Wendeborn. Gemeinnützige Vereine profitieren unter anderem von der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale sowie der Möglichkeit, abzugsfähige Spenden zu empfangen bzw. Spendenquittungen auszustellen. Halten Sie es für gerechtfertigt, dass der E-Sport in diesen Bereich vordringt und von der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale profitiert? Vielen Dank, Herr Kollege. Ich glaube, wir sortieren jetzt erstmal die Fragen und schauen, ob da noch Zeit für die weitere Fragen und Antworten ist. Und ich lasse mich von der Vorsitzenden maßregeln und beende Nein, damit. Nein, nicht maßregeln, aber ich muss ja immer ein bisschen darauf achten, dass die Sachverständigen auch noch ausreichend Zeit zur Antwort haben. Wir beginnen mit Frau Dr. Borg-Gräfe. Bitte schön. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bezog sich Ihre Frage ja auf die Anerkennung als Sportart. Und da habe ich zweistufig argumentiert. Das eine ist die Frage der sportartbestimmenden motorischen Aktivität. Darauf bin ich ja im Kern eingegangen.
Für mich ist die zweite entscheidende Frage, weil ich aus der Sicht des Sportsystems argumentiere, was passiert eigentlich bei einer Anerkennung des E-Sports? Und dort sehe ich vor allen Dingen Probleme im Hinblick auf die Frage gesellschaftlicher Legitimation und habe da ja ganz kurz auch angedeutet, dass die im, vor allen Dingen im pädagogischen Bereich, aber auch im gesundheitlichen Bereich liegen. Ja, also das ist einmal die Gewaltthematik, die ja schon angesprochen wurde, vielleicht da zur Trennung die Trennung, die der DOSB vornimmt. Die ist auf der Ebene der motorischen Einschätzung ja völlig diffus und auch nicht sinnhaft, ja, weil es passiert genau das Gleiche beim Klicken, ob ich nun FIFA spiele oder ob ich League of Legends spiele oder ob ich Counter-Strike spiele. Was ich dort ein bisschen problematisch finde in der Definition oder in der Positionierung ist, dass dort auch Dinge, und die wurden hier in der Präsentation auch gezeigt, ja unter digitalen Sportarten gefasst werden, die mit E-Sport gar nichts zu tun haben. Also ich glaube nicht, dass sich Herr Jagdnow für die Golfsimulation oder auch für digitales Bogenschießen dort zuständig sehe, was man aber unter einem Sportbegriff eher subsumieren könnte. FIFA ist was anderes. Dass die einzige Analogie gibt, die es dort gibt, ist, dass dort Fußball simuliert wird. Ansonsten hat das mit Sport nichts zu tun. Das ist nochmal wichtig. Und das Zweite ist eben die Legitimationsproblematik, was passiert. Wir haben einen Diskurs gesellschaftlich über Entwicklungsprobleme von Kindern und Jugendlichen. Der ist durch die Gesundheitsdebatte gekennzeichnet. Sie haben diverse Studien, die zeigen, dass das die zentralen Entwicklungsprobleme sind. Bewegungsmangel, zunehmende Kurzsichtigkeit, motorische Defizite. So, der Sport hat ein gewisses gesellschaftliches Standing und die Legitimation resultiert gerade aus diesen positiven Zuschreibungen. Und da wäre meine Empfehlung an den organisierten Sport, passt auf, dass ihr dort kein Legitimationsproblem kriegt, wenn ihr das inkludiert. Und aus meiner Sicht ist das auch das zentrale Anliegen. Herr Jagdnow hat von der Selbstbeschreibung der Gamer gesprochen. Wir haben über die Stigmatisierung gesprochen. Die wollen raus aus der Schmuddelecke. Die wollen genau die gesellschaftliche Anerkennung haben, die der Sport hat. Der Sport ist aus meiner Sicht ein Vehikel, um Anerkennung zu bekommen. Deswegen ist es auch so bedeutsam, diese Frage, die diskutiert wird, ist der Sport oder nicht. Ja? Ändert aber nichts an der Tatsache, dass man das auf einer motorischen Ebene nicht rechtfertigen kann und dass man eben diese pädagogischen Probleme sich damit reinholen würde. Herzlichen Dank. Frau Rücker, bitte. Herr Sachs, ich würde gerne die Frage zum Petitionsausschuss und der damaligen Berichterstattung gerne beantworten. Ja, aus unserer Sicht war das eine etwas undurchsichtige Veranstaltung. Wir sind darauf aufmerksam geworden durch eine Berichterstattung im Dienst heute im Bundestag, die dann einen Artikel nach der Sitzung des Petitionsausschusses veröffentlicht hat, wo die von dir, Detlef, zitierten Aussagen gemacht worden sind, unter anderem, was uns ein großes Stirnrunzeln gebracht hat, Ausführungen dazu, ob man nicht die Sportfördergruppen von Bundeswehr, Bundespolizei und Zoll für E-Sportler öffnen solle. Das hat uns dazu geführt, als Sportorganisation in dem Falle Kontakt mit dem Deutschen Behindertensportverband aufzunehmen. Und es hat einen gemeinsamen Brief von unseren Präsidenten Friedhelm Julius Borcher und Alfons Hörmann an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses gegeben, schlicht und einfach mit der Nachfrage, wie es zu dieser Berichterstattung gekommen ist und was denn der Ausschuss wirklich beschlossen hat oder auch nicht beschlossen hat oder weitergegeben hat oder nicht weitergegeben hat. Ich hatte auch im unmittelbaren Umfeld der Berichterstattung damals mit Herrn König Kontakt gehabt. Uns ist das nach wie vor unklar, unter anderem auch deshalb, weil wir weiterhin auf eine Antwort vom Vorsitzenden des Petitionsausschusses auf unseren Brief warten. Vielen Dank, Herr Sachs. Herr Pickert, Sie waren auch angesprochen. Für uns ist es natürlich eine zusätzliche Chance. So wie wir es im Video gesehen haben, wäre der Optimalfall. Ich hatte eben schon mal gesagt, wir müssen gucken, Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung haben erschwerte Zugangsbedingungen zu Sport. Das ist nicht nur zum Sport, sondern in allen Teilbereichen des Lebens. Und hier müssen wir für uns genau schauen, wo kann E-Sport, wo kann E-Gaming, wo können aber auch diese ganzen vielen kleinen Spiele und Fragen von Digitalisierung, so wie sie teilweise heute ja schon Menschen mit Behinderung helfen, den Zugang ermöglichen. Wo schaffen wir es, Menschen aus einer Isolation möglicherweise rauszuholen und neue Optionen zu eröffnen? Da sind wir in Gesprächen, da gibt es erste Ansätze, da gibt es erste Kooperationsansätze. Das müssen wir aber vertiefen und ausbauen und dann wirklich gucken, wo können wir es in unsere Strukturen einbinden,
wie gesagt, wir haben halt nochmal in unseren Strukturen im DBS neben dem klassischen Bereich des Leistungs- und Wettkampfsportes eben auch Fragen des Rehabilitationssportes, wo es um die Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung geht. Und hier können wir uns durchaus vorstellen, dass da nochmal ganz andere Zugänge möglich sind. Aber das müssen wir uns individuell angucken und entsprechend dann schauen, wie wir Sachen gucken können. Ich möchte das Beispiel aufnehmen. Eben war die Frage an Marc Zwiebler, ob er Badminton mal digital gespielt hat und was ihm das bringt. Das kann möglicherweise in solchen Stellen für Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit darstellen, dass er, je nachdem, was ich für eine Sportart habe, vielleicht mal einen Berg runterfährt, den er sonst nie in seinem Leben sehen würde, weil ein Transport irgendwie ins tiefste Kanada nicht möglich ist. Also hier öffnen sich Perspektiven, die möglich sind. Und das müssen wir Schritt für Schritt angehen und dann aber in vernünftiger Kooperation in unseren Strukturen eben mit der Expertise, die wir über die letzten 40 Jahre aufgebaut haben, weil das eine ist die digitale Darstellung oder die digitalen technischen Medien dazu da sind, aber wir müssen die Menschen ja auch entsprechend begleiten. Vielleicht einen Satz dazu, weil ich ja bei uns im Verband auch für das Thema Kinder und Jugend verantwortlich bin. Ich glaube, der deutsche Sport, die deutsche Sportjugend hat sich ja dadurch ausgezeichnet in den letzten Jahren, dass sie eben auch gesellschaftspolitisch relevante Themen aufnimmt, dass sie pädagogisch begleitet und mit diesen Themen sie versucht, in den Sport zu transformieren und schaut, wie wir dann damit umgehen können, wie wir sie adaptieren können, wie wir aber auch gewisse Grenzen setzen. Ich nenne nur das Thema Prävention sexualisierte Gewalt, wo die DSJ ja eine federführende Rolle hat. Und solche Geschichten sollten wir an so Stellen natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wendeborn, bitte. Ich muss mal kurz nachfragen, auf welche Vereine war Ihre Frage bezogen? Auf E-Sport-Vereine oder auf Vereine, also Sportvereine, die E-Sport-Abteilungen gründen? Ja, bitte Mikro. Ja, danke. An E-Sports-Vereine. Okay. Also bei dem anderen, das hatten wir ja so schon ein bisschen am Anfang versucht zu erklären, wenn eine Unterabteilung gebildet wird in einer bestehenden Vereinsstruktur, muss man gucken, wie das vereinsrechtlich zu handhaben ist, aber das ist denkbar. Okay. Dann kann ich die Frage beantworten, und zwar, wenn man es bezieht, also die Frage war ja, ob es gerechtfertigt ist, dass solche Vereine die Gleichstellung haben als gemeinnützig und eben entsprechende Leistungen abrechnen können. Wenn man sich anschaut, was die Personen, die in diesen Vereinen sind, leisten, wie viele Stunden sie für diese Sache aufbringen, ähnlich wie im Sport, muss man ganz klar sagen, ja. Also hier sind analoge Strukturen eindeutig zu erkennen und die Leistungen der Personen im Ehrenamt, die dort sind, ist nicht weniger bedeutsam als sie im Sport. Wenn man natürlich unter der Betrachtung de jure, E-Sport ist kein Sport, sich das anschaut, muss man sagen, nein. Das ist eine Frage, die man eben nachher ordentlich klären muss. Ich will an der Stelle auch noch mal richtig stellen, dass gerade, wenn ich jetzt mal nach Leipzig schaue, und ich war ja bis zum 31.01. noch in Leipzig, ist der E-Sport-Verband oder der E-Sport-Verein, der dort tätig ist, natürlich ein Ansprechpartner für die ganze Stadt, wenn es darum geht, hey, zum Beispiel als Hochschule, wie können wir E-Sport als Hochschulangebot etablieren? Oder für Schulen, wie können wir E-Sport in die Schulen reinbringen, verantwortungsvoll, nicht unbedingt in Bezug auf Sportunterricht, aber zum Beispiel in Bezug auf Informatik, als AG und so weiter. Also da sind diese Vereine, egal ob gemeinnützig oder nicht, schon eine Instanz, die für diese Stadt oder für die Region bedeutsam ist. Und das ist eine Frage, die man auch beantworten muss, unabhängig davon, ob E-Sport Sport ist oder nicht. Vielen Dank. Dann würde ich noch eine Frage an Herrn Zwiebler gerne anschließen wollen. Wir haben ja in der Bundespolitik vielfach darüber diskutiert, wie schwierig es für Spitzensportler ist, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, beispielsweise. Jetzt mal eine eher theoretische Frage. Halten Sie es für ein Problem, dass junge Menschen im E-Sport ja durchaus Verdienstmöglichkeiten vor Auge haben, die Ihnen wahrscheinlich sich nie erschlossen hätten? Sehen Sie die Gefahr, dass junge Menschen eher auch aus solchen Gründen zum E-Sport hinwandern und sich von dem Sport, der im DOSB organisiert ist, abwenden? Also ich persönlich glaube, wenn der traditionelle Sport es nicht schafft, seine positiven Eigenschaften so in den Vordergrund zu rücken und damit zu überzeugen, dass die jungen Leute auch dahin kommen, dann haben wir generell ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, glaube ich. Deswegen fände ich es auch blöd zu argumentieren von meiner Seite aus, zu sagen, die E-Sports-Athleten würden mir irgendwas wegnehmen oder so. Das glaube ich, wurde ja auch teilweise schon mal gesagt. So würde ich es auch nicht argumentieren. Ich glaube, der Sport muss einfach noch besser seine gesellschaftliche Relevanz darstellen. Und da stehen auch die Athleten
an erster Stelle oder müssen dies auch möglich machen quasi. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur FDP-Fraktion mit 7 Minuten. Herr Kollege Klinge, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Je länger man sich mit dem Thema E-Sports beschäftigt, desto schwieriger wird es, finde ich, eine abschließende Position zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Je weiter man in die Materie hineingeht, desto schwieriger wird es. Und ich fand heute alle Beiträge, alle Expertenimpulse wirklich sehr, sehr gut. Und die Position ist so ein bisschen im Schwimmen. Und ich wünsche mir, dass es bei dieser Diskussion eben nicht nur schwarz und weiß geht, sondern dass wir auch unterschiedliche Auffassungen und Sichtweisen auf dieses Thema zulassen. Ich wünsche mir das auch im Netz. Heute war das natürlich gegeben. Wenn mein Eindruck ist, mein subjektiver Eindruck, dass natürlich die Community teilweise auch sehr harsch dann mit Einwänden umgeht. Ich habe heute da was zugepostet und habe ziemliche Prügel bekommen. Jetzt finden das entweder meine Follower nicht gut oder ich bin so in einer Gruppe gelandet und die haben gesagt, jetzt zeigen wir es den Klinge mal. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, wenn wir eine gute Debatte wollen, dass wir diese unterschiedlichen Standpunkte und Sichtweisen auch akzeptieren. Und ich persönlich fand auch die Kritik am DOSB etwas harsch, weil, Frau Rücker, sehen Sie mir bitte nach, ich Ihre Positionierung für den DOSB schon relativ progressiv finde. Also fast ein Kompliment. Okay. Frau Kollegin Dassler hat ja schon die Position der FDP-Fraktion hier deutlich gemacht. Wir stehen der Entwicklung sehr positiv gegenüber. Wir sehen mehr Chancen als Risiken. Wir sind auch schon so weit und würden sagen, wir können eigentlich einen Haken hintermachen beim Thema, ist es Sport oder nicht. Uns ist nur noch mal wichtig zu sagen, dass der analoge Sport und der digitale Sport, dass das kein Gegeneinander ist, sondern dass es ein Miteinander ist und dass sie sich ergänzen können und dass wir selbstverständlich auch den analogen Sport, die Sportvereine mit ihren vielen tausend ehrenamtlich Aktiven auch nicht aus dem Blick, habe ich aber auch so verstanden, dass das insbesondere vom E-Sports-Verband nicht so gesagt wird. Also das ist mir noch mal wichtig gewesen. Ich persönlich, entspreche ich für mich, habe einfach ein bisschen ein Problem mit dem Thema Ego-Shooter, weil das mit meinem persönlichen Wertegerüst irgendwie nicht so richtig in Einklang kommt. Mir hat kürzlich jemand erzählt, der E-Sports macht, dass er auf einer Veranstaltung in Köln war, zigtausend Leute und dann ist dann einer in den Kopf getroffen worden, so ist mir das berichtet worden, ich zitiere, und dann hat die ganze Halle gejohlt. Und ich glaube, da habe ich ein schlechtes Gefühl und viele Menschen draußen haben auch ein schlechtes Gefühl. Und ich finde, das muss man den Menschen auch zugestehen. Und deswegen habe ich 3 Fragen zum Themenkomplex Ego-Shooter. Die erste Frage geht nochmal an den E-Sports-Verband. Mich würde einfach mal interessieren, haben Sie jetzt sozusagen ein Wertegerüst in Ihrem Verband? Der DOSB hat das ja dargestellt, sehr gut dargestellt. Also würde mich mal interessieren, haben Sie das auch mit Blick auf Ego-Shooter? Zweitens, mein Eindruck war, dass so die Differenzierung, die hier vorgenommen wird, die auch die FDP-Fraktion vornehmen würde in Sport, Simulation, Strategie und Ego-Shooter, dass Sie damit nicht so einverstanden sind. Und mich würde vielleicht noch mal interessieren, warum es aus Ihrer Sicht keinen Sinn macht, eine Differenzierung vorzunehmen. Ich verstehe natürlich, dass Ego-Shooter wahrscheinlich auch der Bereich ist, der besonders populär ist. Vielleicht können Sie was dazu sagen, vielleicht wollen Sie den auch nicht aufgeben, aber diese Nicht-Unterscheidung leuchtet mir jetzt nicht per se ein. Deswegen wäre es nett, wenn Sie vielleicht noch mal was dazu sagen könnten. Und meine 3. Frage, die richtet sich noch mal an den DOSB und auch an die Athletenvertretung. Mich würde noch mal interessieren, also es wird ja mal herangeführt, wenn Sie so viele Sachverständige, Herr Kollege, ansprechen. Ich halte mich ran. Also Sportschießen, Fechten, Kampfsportarten, Boxen, das ist heute auch bei mir bei Facebook genannt worden, da gäbe es eine Tötungsabsicht. Ich würde jetzt gerne noch mal von den Experten, von den Sportlern wissen, ist das tatsächlich so und sehen Sie das Argument als valide an? Also da würde mich noch mal Ihre Meinung dazu interessieren. Vielen also Dank. Jeder hat eine Minute. Herr Zwiebler, los geht's. Also im Badminton haben wir sicherlich keine Tötungsabsicht. Zu den anderen Sportarten, ja, das ist natürlich historisch so, ich probiere ein bisschen schnell zu machen, historisch gewachsen. Ich glaube, viele Sportarten kommen ja auch aus dem militärischen Bereich oder wenn man sich ganz alte Sportarten anschaut, da ging es ums Töten, wenn man ans Kolosseum denkt und so weiter. Das wurde alles in Regeln gefasst und da werden Schutzmaßnahmen getroffen. Und das ist historisch gewachsen. Das heißt nicht, dass es unbedingt richtig sein muss. Frau Rücker, bitte. Also ich muss gestehen, dass mir der Vergleich zwischen Ego-Shootern und Fechten wirklich schwer fällt. Ich sehe keinerlei verbindende Brücke, keinerlei. Herr Jagno, bitte.
Vielleicht grundsätzlich zum Wertegerüst. Wir haben ein Wertegerüst, wir haben auch ein sehr explizites Wertegerüst mit dem ESBD-Ethik- und Verhaltenskodex, den wir auf der letzten Mitgliederversammlung in Hamburg verabschiedet haben. Aber wir sprechen eben nicht über die Spielinhalte, die für uns durch die gesetzliche Lage ganz klar auch reguliert sind, sondern wir sprechen über das Verhalten der Athletinnen und Athleten, der Teams untereinander, der Veranstalter und der Teams. Das ist für uns der relevante Ethik- und Verhaltensteil, den wir hier als Wertegerüst auch sehen, genauso wie es der DOSB in seinem Leitlinienprozess auch definiert hat. Da geht es ja auch nicht um Gewalt. Wie gesagt, wir haben uns das Dokument sehr genau angeschaut und da wird nicht über Gewalt in Sportarten sich wertemäßig ausgetauscht, sondern über das Zusammenwirken als Sportler untereinander. Und vor diesem Hintergrund würde ich auch nochmal die Einladung aussprechen. Lassen Sie uns doch gemeinsam über Werte sprechen. Wir haben eine Einladung ausgesprochen, gerade erst an den neuen Vorsitzenden der DOSB-Ethik-Kommission, um dort auch über Werte im E-Sport, was uns vereint, zu sprechen und nicht nur, was uns trennt, weil die Diskussion fokussiert sich da auch drauf und wir würden es sehr begrüßen, wenn der DOSB diese Gesprächseinladung dann auch annimmt und wir da gemeinsam ins Gespräch kommen können. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Unterscheidung Simulation und Spiel. Vielleicht sollte man hier noch mal ganz kurz fachlich reingehen. Eine Sportsimulation hat immer eine Referenz, aus meiner fachlichen Sicht, hat eine Sportsimulation immer eine Referenzbewegung. Das heißt, ich habe bei einem zum Beispiel virtuellen Golf habe ich eine Bewegung, die ich genauso wie im realen Golf ausführe. Und das ist eben der simulative Aspekt daran. Bei Sportspielen wie FIFA, der ja auch unter die elektronischen Sportartsimulationen fallen soll, habe ich eine Referenzbewegung, die eigentlich dem generellen E-Sport zuzuordnen ist. Und da werfe ich dem DOSB auch tatsächlich fachliche ungenügende Positionierung vor, weil das sportfachlich gar nicht zu rechtfertigen ist, warum denn da verschiedene Dinge miteinander in einen Topf geschmissen werden, wo wir auf der einen Seite Sportsimulation haben, also die Referenzbewegung, und auf der anderen Seite Sportspiele, also die Darstellung einer bestimmten Sportart auf dem Bildschirm mit einer eigenen E-Sport-Bewegung, die allen E-Sport-Titeln übergreifend ist. Popularität vielleicht nochmal an Herrn Reichert. Nee, das wird nichts mehr, weil die Zeit vorbei ist. Wir kommen zur Fraktion Die Linke. 6 Minuten. Frau Dr. Sitte, bitte. Dankeschön. Meine erste Frage geht an den DOSB. Wir haben ja vorhin schon mal über die Frage der Gemeinnützigkeit gesprochen. Nun lehnen Sie E-Sport als Überbegriff für Sport sowieso ab, haben dann unterschieden in E-Gaming und virtuelle Sportarten, haben sich zur Gemeinnützigkeit geäußert. Angesichts des Umstandes, dass sich die Finanzbehörden weder nach dem ESBD noch nach Ihnen richten, ist ja durch diese Positionierung noch mehr Druck in den Kessel gekommen. Also die Situation für die betroffenen Vereine scheint mir nicht leichter geworden. Da hätte ich gerne noch mal eine Positionierung. Da sehe ich Handlungsbedarf, das ein bisschen zu entschärfen, weil das können die ja nicht beeinflussen. Die zweite Frage geht an den ESBD. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Bei uns in Magdeburg sitzt ein richtig großer E-Sportverein. Aber es ist nicht mein Wahlkreis, dass ich hier nicht in die falschen Verdächtigungen komme. Es gibt auf der Ebene der Länder zu den Landtagen oder in den Landtagen diverse Erklärungen, Positionierungen, Beschlüsse. Und es gibt sozusagen im Alltag eine Zusammenarbeit in unterschiedlicher Weise zwischen den Sportministerien, also dort den Innenministerien und den E-Sportlern. Und da habe ich so das Gefühl, dass die irgendwie kooperativer und offener sind für die Unterstützung. Jedenfalls erlebe ich das vor Ort ein bisschen anders als auf der abstrakten Ebene des Bundes. Und da wünschte ich mir, wenn wir diese Impulse auch stärker mit bei unseren Diskussionen berücksichtigen könnten. Und Ihre Meinung dazu würde mich mal interessieren, ob die Einschätzung stimmt und ob die Richtung unter Umständen durchaus auch mehr Perspektive bietet, als sich von oben über die Dinge zu streiten. Dankeschön für den DOSB, Frau Rücker. Bitte. Also zunächst einmal möchte ich nur mal festhalten, dass das ja alles letztendlich ausgelöst worden ist durch die Koalitionsvereinbarung und durch das darin Festgehaltene, dass eben man die Gemeinnützigkeit anstreben will.
Ich will nur noch mal darauf Bezug nehmen, wir versuchen im Moment eine Lösung tatsächlich herbeizuführen, indem wir Professor Fischer mit einem Gutachten beauftragt haben, inwieweit wir tatsächlich für unsere Vereine da Rechtssicherheit schaffen können. Also wir sind dabei, wir haben dieses Thema in Angriff genommen. Das Gutachten liegt noch nicht vollumfänglich vor, deswegen können wir da aktuell noch nichts zu sagen. Wir versuchen genau dieses Gap, was Sie aufgezeigt haben, zu lösen. Dankeschön. Herr Jagner, bitte. Ja, das Thema in den Ländern ist natürlich sehr unterschiedlich gerade behandelt. Wir haben einige Äußerungen von Landesvertretern, wo wir sagen, die sind mit Verlaub aus dem letzten Jahrhundert. Wir haben aber einige Bundesländer, die sich auch da sehr offen positionieren und hier auch ganz praktisch Projekte vorantreiben. Und da sind Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein natürlich zu nennen, die hier auch in ihren Landeshaushalt entsprechende Mittel eingestellt haben. Das ist für uns natürlich eine Maßnahme, die wir begrüßen, weil es eben auch die regionale Verankerung von E-Sport sehr fördert. Wir die E-Sport-Bewegung so auch in den ruralen Raum hineinbekommen an vielen Stellen und weil sich die Bundesländer da sehr stark positionieren. Ich muss das auch sagen, Sachsen-Anhalt mit 15.000 Euro an Fördermitteln im Landeshaushalt, Schleswig-Holstein da tatsächlich gerade der bundesweite Vorreiter mit insgesamt 500.000 Euro Fördermitteln in der Infrastrukturförderung für E-Sport. Das sind natürlich jetzt Praxisbeispiele, die zeigen, wir diskutieren eigentlich über eine Sache, die in den Vereinen und in den Bundesländern schon längst ins Rollen gekommen ist. Und ich begrüße ganz ausdrücklich auch, dass sich das Land Schleswig-Holstein hier auch in der Sportministerkonferenz ganz klar positioniert hat und hier nicht eben einen entsprechenden Beschluss mitgetragen hat, der eine Spaltung des E-Sports mitträgt, sondern hier auch mit einer offeneren und mit einer sehr, sehr progressiven Haltung vorangegangen ist. Wir haben jetzt die Übernahme von Bremen, dem Land Bremen in der Sportministerkonferenz, die damit auch mit dem Thema nochmal in die Offensive sozusagen gehen wollen. Jetzt, glaube ich, am Freitag auch ein erstes Gespräch im Rahmen der Sportministerkonferenz dazu organisiert haben. Und da sind wir sehr gespannt, hier auch auf diesem Prozess eben nicht hinter den Kulissen, sondern in der öffentlichen Diskussion, so wie wir es auch hier im Bundestag haben, weiter voranzuschreiten. Vielen Dank. Noch Nachfragen? Nicht dazu. Eine Frage an Frau Professor Burg-Grefe. Sie schreiben auf Seite 7 in Ihrem Gutachten, dass man aktuell von Seiten der Politik offensichtlich bestrebt ist, den E-Sport über die Inklusionsthematik zu legitimieren. Bindestrich siehe hierzu die Äußerung der Staatsministerin für Digitalisierung und den Antrag der Fraktion der Grünen zur Förderung des E-Sports erscheint mir vor dem Hintergrund der den E-Sport prägenden Exklusionsprozesse geradezu absurd. Ich war beim Lesen dieses Gesamtabsatzes, ich habe nur den ersten Satz. Könnten Sie das für uns noch mal auflösen, dass die Irritation, die ich dabei empfunden habe, nicht in meinem Bauch und in meinem Kopf bleibt? Wenn Sie den Inklusionsbegriff nicht nur auf die Frage der Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigung beziehen, sondern größer fassen, wie das ja in der Inklusionsdebatte zurzeit erfolgt, dann habe ich das darauf bezogen, dass der E-Sport hochgradig exklusiv ist, vor allen Dingen im Hinblick auf das Strukturmerkmal Geschlecht. Ist er das, Herr Jagner? Also natürlich haben wir, und das habe ich vorhin schon gesagt, eine Situation, in der Männer insbesondere im athletischen Bereich deutlich überrepräsentiert sind, aber hier eben kein struktureller Ausschluss in der Theorie des E-Sports sozusagen erfolgt. Dass wir daran arbeiten müssen, wie auch im Übrigen der organisierte Sport im Gesamten, wir haben unter 40% Anteil an Frauen in den Vereinen des DOSB. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir gemeinsam angehen müssen und wo wir uns auch gerne austauschen können über gemeinsame Handlungsfelder. Vielen Dank. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Lazar, 6 Minuten. Vielen Dank. Der Hinweis auf die Geschlechtergerechtigkeit, ich glaube, da haben wir in der Politik ja auch einiges, wo wir auch aktuell diskutieren, deshalb sollte man da nicht mit dem Finger so hinzeigen. Wenn der Verband das Problem erkannt hat und es angeht, dann finde ich das wirklich sehr wichtig. Und wir werden da ja auch politisch dranbleiben und Ihnen dann die entsprechenden Fragen weiterstellen. Ich fand den Hinweis von Professor Wendeborn auf E-Sport Leipzig recht gut. Da ich aus Leipzig komme, hatte ich natürlich den Verein auch schon besucht.
und hatte mir auch schildern lassen, sodass ich eher den Eindruck habe, dass, wie die das gelöst haben, wirklich eher die Krücke ist und man an dem Verein eher erkennt, dass es wichtig wäre, dass man eine Gemeinnützigkeit hinbekommt. Habe jetzt noch zwei kurze Fragen an Herrn Jagno und eine an Herrn Zwiebler. Herr Jagno, das Thema Visa ist ja am Anfang schon angesprochen worden. Gibt es Forderungen, die über die bisherigen möglichen Formalitäten gehen, die Sie uns noch mitgeben wollen? Das zweite Thema ist das Thema Hate Speech. Da ist ja der E-Sport auch nicht frei davon. Wir haben ja in der Politik auch damit zu tun. Vielleicht können Sie uns kurz schildern, wie Sie das Thema angehen, beziehungsweise wie man dagegen vorgeht. Und an Herrn Zwiebler hätte ich noch die Frage, ob in dem Verein Athleten Deutschland e.V. zurzeit auch E-Sportler, wenn sie bei Ihnen Anfragen, aufgenommen werden könnten. Dankeschön. Herr Zwiebler, bitte. Ja, also im Moment nicht tatsächlich, weil es natürlich auch an Kaderrichtlinien gebunden ist. Aber theoretisch wären wir auf jeden Fall offen für, das haben wir auch im Positionspapier geschrieben, offen für einen Dialog, weil ich sehe schon viele Ähnlichkeiten, auch was die Probleme der Athleten betreffen. Da ähnelt sich ja sehr, sehr viel und ich glaube, ein Austausch tut auf jeden Fall gut. Herr Jankner, bitte. Also zum Visarecht kann ich nur noch mal darauf referenzieren, was ich auch eingangs gesagt habe. Wir haben die Situation, dass die Bundesregierung ja hier schon eine Erleichterung geschaffen hat im Visa-Prozess für Drittstaatler über den Begriff der sportlichen Darbietung und eine Einreise bis 90 Tage im Jahr. Das ist insbesondere für Turniere relevant, für eine Integration von Spitzenpersonal im E-Sport, seines Athleten, seines Trainerinnen und Trainer. In Ligen zum Beispiel brauchen wir dann aber auch die Anerkennung als Berufssportlerinnen und Berufssportler. Das ist, glaube ich, der nächste wichtige Schritt, der hier auf dieser Ebene erfolgen sollte. Und das fällt für uns auch ganz klar unter die vollständige Anerkennung als Sportart, so wie sie im Koalitionsvertrag dann auch festgehalten wurde. Das Thema Hate Speech ist, glaube ich, ein Phänomen, das nicht nur auf den E-Sport zurückzuführen sind, sondern wir reden hier über digitale Plattformen. Und Sie haben hier im Bundestag ja auch sehr intensive Diskussionen um Regulierung von digitalen Plattformen sich ausgetauscht, haben da gegebenenfalls auch eine entsprechende gesetzliche Regelung geschaffen, um dort darauf einzugehen. Die Chance, die ich beim E-Sport dort sehe, ist, dass wir Vorbildfunktionen schaffen können, dass wir über unsere ethischen Grundsätze und über unseren Verhaltenskodex hier auch entsprechende Vorbildfunktionen schaffen können, zu denen junge Menschen aufblicken, die sich eben nicht zu einer entsprechenden Sprache, zu entsprechenden Diskriminierungen und zu entsprechender Hassrede hinreißen lassen. Wir haben da noch viel zu arbeiten, sind damit auch sozusagen probieren, gegen so einen gesellschaftlichen Trend anzugehen. Und ich glaube, das tun wir auf ganz vielen Ebenen als Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam. Aber wir sehen eben, dass die gesellschaftlichen Realitäten auch hart sind. Selbst ich habe vor dieser Anhörung, konnte ich in meinem Postfach noch anonyme E-Mails, die mich als Fetti oder als Sesselfurzer diffamiert haben, mit zur Kenntnis nehmen sozusagen. Das ist ein Problem, das uns alle betrifft und das uns übergreifend betrifft. Und ich glaube, Sie gerade in der Politik merkt man, dass die gesellschaftliche Stimmung da an vielen verschiedenen Stellen auch einfach vergiftet ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Lazar. Eine Frage an Herrn Reichert hätte ich noch, und zwar das Themengebiet Spielmanipulation, Wettbetrug. Da würde mich noch interessieren, was in Ihrem Bereich da getan wird. Herr Reichert, bitte. Großes, wichtiges Thema. Geht immer um Reputation und Glaubwürdigkeit, die ja für jeden Sport die Basis eines des täglichen Handelns ist. Wir haben dort eine Kooperation abgeschlossen mit einer Firma, die heißt Sportradar, einer der größten Wettbeurteilungscompanies der Welt. Ich glaube, der DFB arbeitet auch mit denen zusammen und andere klassische Sportorganisationen. Was machen die? Die scannen den Wettmarkt und schreiben für jedes wichtigere Spiel, heißt jedes Profispiel, heißt verglichen mit dem klassischen Sport alles ab zweite Bundesliga,
einen tatsächlichen Bericht für uns, wie die Wettaktivitäten auf der Welt aussahen, also in den kontrollierten Plattformen, wo sie die Daten bekommen. Es gibt natürlich noch einen Graumarkt in Asien, auf den wir keinen Zugriff haben, aber in dem kontrollierbaren Umfeld gibt es dann ganz klare Berichte, die sagen, hier bei diesem Spiel war eine auffällige Wettaktivität. Und dort starten wir dann eine Investigation und haben halt auch schon verschiedene Spieler, Teams gesperrt am Ende des Tages und verfolgen das sehr eng weiterhin. Ich glaube, wir haben eine rein technische Herausforderung und die ist auf eher rechtlicher Ebene. Wie lange sperrt man so jemanden? Aus rein faktischen Gründen tendiert die Community, ich sag mal, die Erfahrung dahin, Menschen, die wirklich Wettmanipulation betreiben, im Sport lebenslänglich zu sperren. Rein rechtlich ist es aber so, dass man ja auch im deutschen Rechtssystem immer eine Rehabilitationsmöglichkeit hat. Also dort eher so eine 2 bis 4 Jahresstrafe hinkommt, die dann schon nah an lebenslänglich ist in diesem schnellen Sportart. Aber das ist eher so ein Thema, mit dem wir uns aktiv auseinandersetzen. Ich glaube, das grundsätzliche Thema ist erkannt und wird soweit technisch möglich von uns aktiv gemonitort und bearbeitet. Gut, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Sitzung. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei Ihnen allen zu bedanken, bei den Zuhörern fürs Kommen, für die Geduld, fürs Zuhören, bei den Sachverständigen für die ausführlichen und informativen Antworten. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimreise. Schönen Abend noch.